Moin Leute, hier ist der Andi. Ich bin hier beim Comic Garden in Erfurt. Comic Garden, das ist voll Englisch. Und eigentlich auch der kleine Ableger des Comic Parks. Der Comic Park, der findet ja in diesem Jahr 2021 leider nicht statt. Aber bei der WUGA, die hier in Erfurt stattfindet, wo eine ganze Menge Geld geflossen ist, gibt es diverse Veranstaltungen. Unter anderem auch hier im Egerpark in Erfurt, einem der Anlauforte für Touristen in Erfurt. Und dort findet heute hier und jetzt am 14. und 15.8. der Comic Garden statt. Und es gibt tatsächlich so eine kleine, aber feine Auswahl an Comic-KünstlerInnen, Verlagen und auch Bühnenprogrammen im Bereich Cosplay, Manga und Sonstiges. Und ja, ich habe mir gedacht, ich komme mal vorbei und frage mal so ein paar Fragen. Wir werden uns gleich den Age schnappen, das ist hier der Veranstalter. Der wird uns sicherlich Rede und Antwort stehen zu ganz vielen Fragen, die ich habe für euch vorbereitet. Und dann gehen wir mal ringsrum einmal die komplette Tournee ab und gucken uns mal an, wer ist eigentlich hier am Start, was für Verlage sind da und lassen uns teilweise einfach mal so ein Update geben, so ein Stimmungsbild, wie das aussieht, Corona und Comics. Wie funktioniert das eigentlich im Jahre 2021? Wir sind heute hier beim Comic Garden, der ein Teil des Programms der WUGA darstellt. Und es ist mir eine wahre Freude, den Veranstalter heute persönlich neben mir stehen zu haben. Moinsen, Ed. Ja, hi Andi, schön, dich mal wieder hier zu haben. Hallo. Ich finde es ja saugeil, überhaupt Menschen zu treffen, draußen in echt die Sachen mit Comics machen. Und du bist ja einer davon, der das Ganze auch organisatorisch immer in die Hand nimmt, denn du hast die letzten Jahre auch den Comic Park veranstaltet, richtig? Genau, also wir hatten 4 Comic Parks bisher hier auf dem Gelände des Egerparks und dieses Jahr durch die WUGA war es halt leider nicht möglich, das so umzusetzen wie sonst. Deswegen haben wir es halt auch dem Ganzen einen ganz anderen Namen gegeben, dass die Leute vielleicht auch nicht damit rechnen, dass es so ist wie sonst immer, ne? Weil wir durften halt keine große Händlermeile, keine große Künstlerallee, nicht so viele Stände hier mit einplanen. Deswegen haben wir gesagt, okay, können wir das auch nicht Comic Park nennen. Aber die WUGA wollte halt trotzdem ein Themenwochenende zum Thema Comic. Und deswegen haben wir gesagt, okay, lassen wir uns da einfach mal auf das Experiment Bundesgartenschau ein. Und ja, mal gucken, wie es ist dann im Nachgang. Wir unterhalten uns viel mit den Leuten, ob das in Ordnung ist, so auch von der Mischung her. Und mal gucken. Also ich weiß es noch nicht so hundertprozentig, ob es funktioniert. Und ich sag mal, klein, aber fein. Ihr habt schon auch ein paar tolle Leute hier mit tollen, ja, einfach Comic-ZeichnerInnen vor allem. Erzähl doch mal, was macht ihr dieses Jahr hier? Wer ist da? Also wir haben den Timo Grubing, den wir auch letztes Jahr schon da hatten, und den Stefan Sobetzky auch. Den hat das letztes Jahr sehr, sehr gut gefallen und deswegen haben sie sich einfach für dieses Jahr wieder gemeldet und haben halt einfach Interesse gehabt, wieder mit hier zu sein. Das freut uns natürlich auch und spricht da auch für den Comic-Park. Dann haben wir den Sascha Dörp dieses Jahr das erste Mal mit dabei, mit seiner sehr, sehr coolen Mad Eagle-Kollektion, muss man wirklich sagen. Da hat er sich wirklich sehr, sehr schön was einfallen lassen. Dann die beiden Zeichner von dem neuen Comic Impure sind da, der Hannes Radke und der Ralf Singh. Ja, also wir freuen uns sehr, dass es dieses Jahr überhaupt geklappt hat. Durch WUGA und Corona, muss man ja immer noch sagen. Das Thema ist ja immer noch nicht durch. Genau. Wir freuen uns, dass überhaupt welche hier sind. Zu Recht. Und das ist ja nur ein Teilaspekt von allem, was geboten wird. Es gibt ja außerdem noch den kompletten Bereich Bühne. Und da ist auch eine Menge los, ne? Ja, dadurch, dass wir viele Sachen nicht machen konnten, aber das Bühnenprogramm ist das natürlich so ein bisschen mit das Highlight dieses Jahr. Beide Tage volles Bühnenprogramm. Wir haben versucht, das so gut wie es geht zu mischen für alle möglichen Leute. Wir haben Showgruppen wie die jedes Jahr. Wir haben wieder einen Cosplay-Wettbewerb. Wir haben einen singenden Wolverine, der sehr, sehr cool mit der Gitarre umgehen kann. Heute Abend gibt es noch eine Comic-Verfilmung als Sommerkino auf der Bühne. VW Vendetta wird es geben. Morgen dann auch nochmal. Es gibt ein Bingo. Das kam immer sehr gut an die letzten Jahre. Deswegen haben wir es einfach wieder mit reingenommen. Dann gibt's auch ein Superhelden-Quiz erstmals. Mal gucken, wie das nachher angenommen wird. Dann spielt noch eine Band morgen. Also wir haben versucht, einfach so alle möglichen Facetten wieder so ein bisschen einzufangen und auf die Bühne zu bringen. Genau. Ja, das ist ja großartig, weil ihr damit eine von wirklich wenigen Veranstaltungen im Comic, Manga, Cosplay, wie auch immer Bereich seid, die dieses Jahr stattfinden. Und dann natürlich hier auch wirklich mit der super Location. Die Location Ega ist ja fantastisch, da kann man ja nichts anderes sagen. Und hoffentlich gibt's auch ein paar neue Zielgruppen, die sich vielleicht dann auch hier wieder her verirren dieses Jahr. Ich denke schon. Also die WUGA hat natürlich auch ein relativ großes Netzwerk, was die Werbung betrifft, konnten natürlich dann auch überregional für das Event werben. Und ich hoffe ja auch, dass die Location so ein bisschen Werbeeffekt hat dieses Jahr. Das
paar Cosplayer oder auch andere Gäste natürlich von weiter weg herkommen, das sehr schön finden und das vielleicht dann für die zukünftigen Jahre einfach auch mit einplanen. Ne? Und wie gesagt, wir hoffen ja nächstes Jahr dann wieder richtig Comic Park machen zu können. Ja, und dann könnte das eigentlich eine sehr, sehr gute Mischung werden in der nächsten Zeit. Lassen wir uns mal überraschen. Wie du weißt, ist Erfurt ja meine Heimatstadt und ich finde es gerade deshalb besonders toll, dass hier so eine Comic-Veranstaltung stattfindet und stattfand auch in den letzten Jahren. Jetzt hast du hier selbst ja auch ein Comic-Café beziehungsweise einen Comic-Laden, einen Shop, wo man sich natürlich auch gut eindecken kann mit dem neuesten geilen Scheiß, den es so gibt. Erzähl doch mal, ist Erfurt eine Comic-Stadt? Ist Erfurt eine Comic-Stadt? Ich komme nicht sehr viel raus aus dem Laden. Ich kann das gar nicht so von außen irgendwie betrachten. Also wir haben einen ganzen Schwung Künstler auch in Erfurt, also keine richtigen Comic-Zeichner oder Comic-Künstler, aber viele Illustratoren und Zeichner, die sich auch regelmäßig in unseren Laden treffen, zum Zeichnerrunden. Ich denke, es entwickelt sich was. Also wir bauen auch gerade so ein bisschen Netzwerk aus weiter und auch in andere Bereiche. Mit Comic-Zeichnern und ja, mal sehen. Schwer zu sagen, aber es ist auf jeden Fall noch sehr, sehr ausbaufähig, was Erfurt betrifft in Sachen Comics. Du hast gemeint, wir können uns auch im nächsten Jahr schon wieder auf den Comic-Park freuen, in der Hoffnung, dass der natürlich möglichst vollumfänglich stattfinden kann, wo jetzt noch so genau irgendwie niemand was Exaktes wahrscheinlich sagen kann. Ja, natürlich. Also wir wissen auch nicht, was nächstes Jahr ist mit Corona. Was wir wissen, die Buga ist da nicht mehr. Das heißt, wir werden dann wieder in vollem Umfang stattfinden können. Es gibt ein Datum, ein Vorabdatum, was wir von der EGA bekommen haben. Das ist der 7. und 8. Mai. Also wie halt ursprünglich auch geplant, immer im Frühjahr zur Kirschblüte. Und wenn das halt erste schöne Wetter draußen ist, sind wir ja eigentlich. Wir hoffen, dass wir das dann so weit umsetzen können, wie wir das natürlich immer gerne gemacht haben. Und ja, also das Wochenende jetzt gibt eigentlich Hoffnung, dass es eventuell dann nächstes Jahr mit Corona dann irgendwann auch vorbei ist. Ich gucke hier vor allem in viele glückliche Gesichter, die auch eine gewisse Erleichterung, glaube ich, in sich tragen, das toll finden, dass sie sich hier treffen können. Und deswegen im Namen von allen, die hierher kommen durften und auch auf Comics stehen, lieber Ed, vielen lieben Dank. Ja, ich habe auch zu danken, dass ihr das wahrnehmt und einfach wirklich die Sache hier so wertschätzt und das so gut findet. Vielen, vielen Dank an euch. Ciao. Tschüss. Wir sind jetzt hier beim Comic Garden in Erfurt und tatsächlich gibt es eine KünstlerInnen-Alley mit ganz vielen geilen Leuten und eine dieser geilen Personen steht jetzt hier direkt neben mir, verkauft praktischerweise hin und wieder sogar mal einen Comic und ich kenne sogar das Cover. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Hi, ich bin Timo Grubing. Hi Timo. Hi. Wir sind hier beim Comic Garden, warst du schon mal hier? Letztes Jahr war ich zum ersten Mal hier, genau. Und da sah das ja noch alles ein bisschen anders aus, trotz Corona, aber... Da hatten wir eher eine Alley. Jetzt haben wir ja mal einen Comicplatz. Ja, inmitten in der Sonne, zumindest genau. Ein Teil. Erzähl mal, wie gefällt es dir? Wie ist so der Unterschied zu sonst und ja, auch aus Sicht eines Künstlers? Also gefällt mir gut. Ich sag mal, wo wir angekommen sind, hatte ich das Gefühl, man muss Comics schon suchen. Aber dank der ganzen Cosplayer, die, glaube ich, hier zu unserem Platz hin strömen, kommen dann jetzt auch wirklich mal andere Leute mit Comic an sich in Berührung. Also sehr viele nette Seniorengruppen, die zum ersten Mal in ihrem Leben eine Comic in der Hand haben. Das ist mal eine neue Zielgruppe. Ja, gerade auch diese Zielgruppe, die vielleicht hier auf der EGA Erfurt eine andere ist als sonst bei Comic-Veranstaltungen, lassen die auch ein paar Cent da? Die sind vorsichtig. Also ich sage, die nehmen mal für einen Enkel oder sowas, nehmen die mal eine Postkarte mit oder sowas, aber sind vorsichtig interessiert, sage ich so. Genauso wie es bei mir mit Blumen ist. Auch nicht jedermanns Thema. Genau. Du hast hier sogar was mitgebracht, was ich tatsächlich kenne. Ich habe Don't Touch This, steht hier auf dem Cover. Don't Touch It. Schon ganz oft gesehen. Erzähl mal, was ist das, worum geht's, seit wann gibt's das? Das ist raus. Wann habe ich es rausgebracht? 2018. Ich habe da 2 Jahre dran selber gezeichnet. Einfach nur just for fun quasi. Und dann jedes Wochenende eine Doppelseite veröffentlicht, bis dann Zwerchfell auf mich zukommen ist und gefragt hat, ob sie es halt drucken wollen. Ja, und dann haben sie es gedruckt und verkauft sich gut. Ist ein Horrorcomic, also darum auch mit. Aber da ich ja aus dem Kinder- und Jugendbuchbereich komme, ist es vom Stil her, kriege ich diesen Kinder-Jugendbuchstil nicht so ganz raus. Das ist aber eine Mischung mit Horror. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Mischung, die gut ankommt. Ja, hab damit den Independent Comic Award gewonnen, wo ich sehr stolz drauf war und was auch sehr überraschend kam. Deswegen verkaufe ich das jetzt immer noch. Immer noch. Ja, und es ist ja auch im Portfolio von Zwerchfell super gut aufgehoben. Ne? Wenn man guckt, was da sonst noch an Portfolio am Start ist, ist es perfekt ja eigentlich. Ja, genau. Ja.
Und normalerweise wäre Zwickfeld ja auch so, sagen wir, so ein Verlag, die so Messen und Ähnliches wahrnehmen würden. Das geht diesmal ja nicht. Erzähl mal, wie hat sich das so für dich in den letzten 2 Jahren dargestellt mit Veranstaltungen, die ja irgendwie nicht stattfanden? Hast du digitale Alternativen gehabt oder musstest du komplett umschwenken und, keine Ahnung, Taxi fahren? Nee, da ja mein Hauptberuf wirklich Illustrator für Kinder- und Jugendbücher ist und das halt immer noch weiterläuft und gerade in Corona wurde wahrscheinlich sogar noch mehr an Bücher gekauft und gelesen. Und Comic ja nur so ein Randding ist und auch diese Messen einfach mehr just for fun, um mal Abwechslung zu haben. Habe ich natürlich die Messen vermisst die letzten Jahre, bis auf hier das Einzige, was stattfinden konnte. Und hoffe dann, dass das ab nächstes Jahr dann wieder besser wird. Auch so mit den ganzen Erfurt und Spielmesse Essen und sowas, was immer sehr viel Spaß gemacht hat. Und bist du jetzt schon dabei, die Fortsetzung zu machen oder was ganz Neues? Gibt es schon Sachen, die du ein bisschen anteasen kannst? Im nächsten Jahr habe ich ein sehr großes Comic-Projekt für Kosmos, wo ich aber noch nicht wirklich viel Neues drüber sagen kann, wo ich dann aber gut mit beschäftigt bin. Und da ja Comic, wie gesagt, immer nur so nebenbei ist, gibt es jetzt aktuell noch nicht wirklich viel Neues. Aber don't touch it. Läuft immer noch. Ja, aber klasse, dass du trotzdem hier bist. Und ein Buch steht da noch ganz am Rand. Das kenne ich jetzt noch gar nicht. Was ist das? Ach so, das habe ich jetzt nur so mitgebracht. Das heißt Die Quantastischen. Das ist bei Belz und Gelberg erschienen. Ist ein Buch für Kinder. Also wirklich, darum steht es auch. Dieser Aufkleber da drauf steht ganz fett drauf. Gut lesbar. Ist ein Science-Fiction-Buch mit ein paar Innenillustrationen, wo ich aber das Cover dazu gemacht habe. Und darum habe ich gedacht, ja, bring's mit. Passt gut, nehmen, don't touch it. Und du machst ja auch Zeichnungen für die Leute, die hier am Start sind. Ja, es gibt genau. Also, was gibt's da so? Und ja, erzähl mal, was hast du heute schon gemacht? Das kommt jedes Jahr immer sehr gut an. Ich mache Porträts und zombifiziere Leute, wo sie immer Bock drauf haben. Ich habe das Portfolio auch ein bisschen erweitert. Also ich mache das dann auch als Einhorn, als Prinzessin, als Cosplay oder als was auch immer Leute dargestellt werden wollen. Und das kommt immer gut an. Ich habe gut zu tun. Also... Es sieht fantastisch aus, soweit ich das hier sehen kann. Und deswegen mein Tipp an euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, mal an irgendeiner Veranstaltung dieser Art teilzunehmen und der Timo ist am Start, dann besucht ihn auf jeden Fall. Lieber Timo, danke dir für deine Zeit. Ja, bitte, bitte. Danke auch dafür. Jetzt sitze ich neben einer jungen Dame, die hat ganz viele Comics hier liegen, Illustrationen und sie zeichnet auch die ganze Zeit wie irre. Ich glaube, sie ist hier sehr gefragt. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Ich bin die Roxanne. Hi Roxanne. Du hier Comicpark und so? Warst du schon mal hier? Nee, ich bin zum ersten Mal hier. Der Michael, der das hier alles organisiert, hat mich dieses Jahr eingeladen. Und ja. So nett von Michael. Danke, Michael. Danke. Du, erzähl mir, hier liegen auch eine ganze Menge Comics vor mir. Was hast du uns denn hier mitgebracht? Ich habe meinen eigenen Comic mitgebracht. Der heißt Warden of Time. Und ganz viele Zeichnungen, die ich sonst noch so gemacht habe. Erzähl uns doch mal, wovon handelt Warden of Time? Okay, jetzt wird schwierig. Das ist der Pitch. Den versaue ich jedes Mal. Es geht um eine junge Frau, die keine Erinnerung hat an ihre Vergangenheit und von einem etwas shady wirkenden, mehr oder minder jungen Mann angesprochen wird, der ihr dann sagt, ja, du stirbst in 2 Monaten. Und sie lernt über ihn dann auch darüber Bescheid, dass sie die Zeit manipulieren kann und dass sie in letzter Instanz jemandem die Zeit stehlen muss, damit sie weiterleben kann. Und da gibt es jetzt offensichtlich schon mehrere Hefte, richtig? Genau, es gibt schon 2 Teile und der 3. Teil ist gerade in Arbeit. Und mal gucken, wie viele es werden. Ganz genau weiß ich es noch nicht. Seit wann machst du denn die Reihe und machst du auch schon andere Sachen oder ist es dein Erstlingswerk? Das habe ich 2015 angefangen, zusammen damals mit meinem Studium, was mittlerweile auch abgeschlossen ist. Und bislang ist es meine einzige Comic-Reihe und ansonsten arbeite ich mehr so an anderen, kleineren Projekten. Das heißt also, du bist auch als Illustratorin unterwegs? Richtig. Illustration und Animation auch. Das ganze Programm. Ja, sehr schön. Ja, und wie ist es dir in letzter Zeit mit so Corona ergangen? War das für deine Arbeit in dem Bereich eine starke Einschränkung oder kannst du eigentlich von zu Hause arbeiten wie eh und je? Also ich habe das große Glück, von zu Hause arbeiten zu können und auch relativ viel zu tun zu haben. Aber man hat schon gemerkt, dass die allgemeine Nachfrage von dem, was genau jetzt so gebraucht, gemocht, gekauft wird, dass sich das im letzten Jahr schon geändert hat. Und dass man da wirklich viel digital denken musste, anstatt von klassisch analog. Wie sieht es stilistisch aus? Du hast ja auch ein paar Illustrationen in Schwarz-Weiß dabei. Es sieht alles recht düster und fantastisch aus. Stimmt das? Düster? Ja, okay. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es Horror ist, aber meine Arbeiten zeichnet zumindest in den letzten 2-3 Jahren viel aus, dass es eher Grayscale ist und in Grautönen gehalten ist und wenig Farbe aufweist.
Sind das so die Sachen, die dich selbst auch ansprechen, gerade so inhaltlich? Also das sind ja wirklich, wie gesagt, fantastische Elemente dabei. Ich sehe hier Menschen mit spitzen Ohren. Ja, auf jeden Fall. Ich mag Fantasy sehr. Ist ein tolles Genre, aber nicht ausschließlich. Also ich bin da eher so querbeet unterwegs. Ja, und wie läuft es für dich hier? Das ist ja, wie gesagt, eine von sehr wenigen Veranstaltungen, die wir dieses Jahr im Comic-Bereich live haben. Wie sind deine Reaktionen, deine Meinung, dein Feedback? Gib uns das nochmal bitte. Ich finde es eine total schöne Möglichkeit, endlich mal wieder unter Leute zu kommen und auch wieder mit den Leuten interagieren zu können. Das habe ich sehr vermisst über das letzte Jahr. Das macht Spaß. Also ich bin auch gut ausgelastet und das ist eine coole Geschichte hier. Ja, sau cool. Freut mich auch, dass du hier mit dem Comic Garden ganz zufrieden zu sein scheinst. Hast du schon die Gelegenheit, die auch Erfurt selbst schon mal anzugucken oder bist du erst heute Morgen angereist? Ich bin gestern erst angekommen und mal gucken. Vielleicht hat man am Montag noch mal ein bisschen die Chance, aber leider noch nicht so weit. Liebe Roxanne, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und viel Spaß und Erfolg vor allem noch. Danke. Dankeschön. Wir sitzen jetzt mal drin, denn es gibt tatsächlich auch drinnen zwei Stände, die Comics anbieten. Und ich sitze neben jemandem, den ich zuletzt in München gesehen habe beim Comic Festival. Hi Josh. Hi Andi. Es ist mir eine wahre Freude, dich hier wieder getroffen zu haben und da auch schon das ein oder andere Gespräch geführt zu haben. Erzähl da einfach mal für die Hörenden da draußen, wie sind euch die letzten zwei Jahre so ergangen? Also 2020 war relativ schwer, da ich ja hauptberuflich auch Krankenpfleger bin und das einfach mit der Verlagsarbeit ja, dann doch recht anstrengend wurde und wir so dann ziemlich in Zeitverzug gekommen sind. Mittlerweile sind wir da aber ziemlich über den Berg und haben jetzt auch aufgeholt mit den Veröffentlichungen und sind jetzt wieder im Fluss und mit voller Motivation und Energie dabei. Und man merkt es auch voll, was ihr inzwischen an Namen aufrufen könnt, was für Werke ihr raushauen könnt. Da ist ja die Creme de la Creme der Comic-Szene am Start, der internationalen Comic-Szene. Greift doch mal so ein paar Sachen raus. Wen würdest du uns mal vorstellen und empfehlen wollen? Auf jeden Fall die Neil Gaiman-Titel, keine Frage. Dann ansonsten liebe ich ja auch die Arbeiten von Raulo Caceres, von dem wir ein neues Album im Oktober bringen. Ansonsten ist Space Usagi auch was ein kommendes Highlight sozusagen. Ja, des Weiteren haben wir ja auch noch so Sachen wie 2020 Visions oder Disenchanted jetzt abgeschlossen in jeweils zwei Bänden. Und ja, ansonsten gibt es auf jeden Fall auch noch einige Neuigkeiten, aber das ist jetzt erstmal noch unter Verschluss. Also wenn das sicher ist, dann gibt's mehr. Es ist ja wirklich beeindruckend. Wir haben uns ja kennengelernt, da warst du gerade in der Gründungsphase deines Verlags und hast eine Vision, die du bis zum Schluss, bis jetzt durchgezogen hast, dass du letztlich ja genau die Sachen veröffentlichst, auf die du selbst halt voll Bock hast und das Konzept scheint aufzugehen, oder? Es findet immer mehr Anklang und mittlerweile kann man durchaus sagen, dass das schon ja, sich zum Selbstläufer entwickelt, was mich natürlich riesig freut, weil das bedeutet für uns, dass wir weitermachen können. Und jetzt ist natürlich hier gerade der Comic Garden in Erfurt auch eine Veranstaltung, die unter ganz besonderen Bedingungen stattfindet, weil die letzten zwei Jahre natürlich für uns alle auch in der Comic-Szene einschränkende, besondere Jahre waren. Im Guten vor allem, aber auch wie im Schlechten. Erzähl doch mal, wie ist hier der Comic Garden für dich? Wie wirkt er auf dich? Was ist das für eine Veranstaltung aus deiner Sicht? Also es ist eine kleine und gemütliche Veranstaltung, ist eine sehr nette Sache, weil man auch wieder viele alte Bekannte trifft, aber hier auch Zugang zu einem ganz neuen Publikum hat, was wir natürlich vollkommen ausschöpfen wollen. Ja, aber wir sind ja jetzt nicht mal in der Mitte des ersten Tages, drum schauen wir mal weiter und lassen uns überraschen. Wir sind aber auf jeden Fall guter Dinge. Sehr gut. Und dann ist ja natürlich auch so, dass wir, du hast ja auch ein paar Leute mit am Start und so und so ein bisschen das Aufmerksamkeitsding hier fehlt. Ne? Also hast du das Gefühl, du bist hier so versteckt, irgendwie so ein Comic, eine Insel irgendwie oder fühlst du dich als Teil einer größeren Bundesgartenschau in Erfurt? Also wir kommen uns hier schon eher ein bisschen am Rand und versteckt vor, aber wir schaffen vielleicht demnächst Abhilfe. Meine zwei Kollegen sind gerade unterwegs und besorgen noch Banner und etwas Material, wo man vielleicht mehr auf diese stille Ecke hier hinweisen kann. Vielleicht noch kurz zu Erfurt selbst, eine Stadt, die du in den letzten Jahren ja auch vermehrt kennengelernt hast. Was gefällt dir an Erfurt besonders gut?
Also die Architektur, das Städtchen ist einfach richtig schön und auch die Leute, die man kennenlernt, die sind total entspannt und es macht einfach richtig Spaß. Wir haben mittlerweile sogar einen Stammpub hier, wo wir uns abends immer treffen und da noch einen Absacker trinken und selbst das Personal erkennt uns mittlerweile aus diesem Laden schon, also macht richtig Spaß hier einfach, das ist jedes Jahr eine Fahrt wert. Lieber Josh, vielen Dank und vor allem noch viel Spaß und Erfolg hier beim Comic Park. Vielen Dank auch und dir natürlich auch weiter viel Spaß. Hier beim Comic Garten treffen wir auf alte Bekannte, die Hörende des Tele-Stammtischs und der Comic Cookies schon sehr gut kennen. Als damals ihr Projekt The Impure quasi in der Entwicklung war, hatten wir eines der wenigen exklusiven Interviews, die sie quasi beide parallel gleichzeitig gegeben haben. Es war eine große Freude und ich bin auch hin und weg, dass sie heute wieder da sind und auch noch Zeit mitgebracht haben für ein kleines Status-Update. Hallo Ralf, hallo Hannes. Hallo. Hallo. Na ihr, wie geht's euch? Ja, gut. Ein bisschen heiß, aber ja, schön. Schön, die Sonne, man nimmt sie, wie sie kommt. Ja, ich merke schon, da ist eine Menge Sonne heute schon geschienen. Es ist nämlich direkt hier in der Sonne auf einem schönen sonnigen Platz, gleich direkt neben dem Mainz-Pavillon auf der EGA, bei der EGA Erfurt, in der EGA Erfurt irgendwie so. Und ja, erzählt mal, ihr seid jetzt ja mittendrin in der heißen Probephase für die Verlagsveröffentlichung von The Impure, die es gab, richtig? Ja. Also ich kriege fast jede Woche neue Interviewanfragen. Und beim Deutschlandfunk zum Beispiel, ne? Ja, genau. Deutschlandfunk hatte ich bei Radio Corso. Dann meine Lokalzeitung hat mich entdeckt. Ich mache seit 7 Jahren Comics und jetzt wissen die, dass es mich gibt. Das ist schon erstaunlich. Da ist der Durchbruch. Ja, da ist der Durchbruch. Und was hat man noch? Wir hatten für so ein Bahnhofsmagazin muss ich noch so ein Interview ausfüllen. Also es kommt momentan täglich was rein. Und ja, es ist, man merkt schon, dass das schon einen Unterschied macht, ob man self-published oder bei einem Verlag ist. Da sind wir natürlich auch bei dem Thema schlechthin. Ich habe damals auch eine Kickstarter-Kampagne unterstützt und dann mich auch sehr über meine, ich glaube, digitale Ausgabe damals gefreut. Jetzt seid ihr bei CrossCult untergekommen. Wie konnte das denn passieren, lieber Hannes? Ich habe keine Ahnung, das musst du Ralf fragen. Er ist der Zauberer, was das angeht. Ja, also wir hatten letztes Jahr im Zuge der Kickstarter-Kampagne auch vorgehabt, auf Messen zu gehen. Erlangen war unser großes Ziel und diverse andere Messen. Ich hatte neun Stück hatte ich auf meiner Liste. Und es ist alles ausgefallen und Hannes und ich sind auch arbeitstechnisch sehr weit zurückgefallen. Und irgendwann hatte ich dann die Zeit, einen Pitch zusammenzustellen, habe dann mir gedacht, ja, schick das mal ein paar Verlage. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen Zinnober, ein bisschen besser verbreitet. Und ja, da haben wir auch direkt eine Antwort dann bekommen und Rest ist Geschichte. Es lief einfach recht schnell durch. Ja, CrossCult, genau wie Splitter, haben scheinbar in den letzten Jahren deutsche Comic-KünstlerInnen für sich entdeckt, was mich ja auch sehr freut. Und ihr seid offensichtlich erfolgreich Teil beim CrossCult-Verlag geworden. Die werden jetzt wahrscheinlich auch, wer Erlangen und so, mit euch irgendwo auch unterwegs beim Stand, schätze ich mal, ne? Ja, also es gab auf jeden Fall eine Anfrage, das war Comic Festival München, wenn ich mich richtig erinnere. Da wurden wir auch gefragt, aber das ist ja flach gefallen. Da ist es dann flach gefallen, mal wieder flach gefallen. Aber da habe ich mich auch geärgert, das war schade. Ich kann es nachvollziehen. Also ich finde die Corona-Maßnahmen schon sinnvoll. Also da will ich mich nicht beschweren. Aber es ist jetzt hier die erste Messe, also ich glaube auch für Ralf, erste Messe seit Anfang der Pandemie, ne? Stuttgart 2019 war meine letzte. Genau, nee, war New York 2019. Ach stimmt, du warst noch in New York. Ich war nur noch in New York 2019, das war das letzte, was ich hatte. Und da hast du ja nicht nur The Impure Sheds oder The Zinnober war es damals, glaube ich, vorgestellt. Du hast ja, ihr habt jeweils ja noch eigene Projekte am Start, die ich teilweise schon kenne und teilweise noch nicht kenne. Vielleicht können wir da nochmal kurz einen Abschweif machen. Kurz, erzähl uns doch mal, du hast vor kurzem angekündigt, dass du auch was veröffentlicht namens The Relicts oder so. Relicts, genau. Erzähl mal, was ist das denn? Das ist eine Videospieladaption. Geht im Grunde um drei Söldner, die mehr oder minder gegen ihren Willen für einen korrupten Politiker Jobs erledigen müssen. Und das war so, dass der Kunde mich dann angefragt hatte, ob ich das für ihn als Comic umsetze. Die hat mir ein Skript geschickt und ich habe das umgesetzt. Und da habe ich die auch im gleichen Atemzug gefragt, ob ich das auch deutsch übersetzen kann und selbst ein paar Ausgaben ausdrucken kann. Und ja, da ist, finde ich, ein sehr tolles Heft rausgekommen. Das erscheint auch direkt bei dir im Eigenverlag, Dead Diver? Ja, also Dead Diver ist immer mehr ein Label als ein Verlag.
Ja, ist bei mir dann erhältlich und ich will mal gucken, ob ich dann, wenn Messen wieder richtig losgehen, dann habe ich immer was dabei. Kurzer Tease noch in die Zukunft. Was können wir demnächst noch von dir erwarten? Ich mache gerade für Splitter die Adaption des zweiten Zwergenromans von Markus Heitz, Krieg der Zwerge. Da sitze ich nebenher noch dran. Genau, und nebenher schreibe ich noch das zweite Skript für Rempior und an der nächsten Derelicts-Ausgabe. Also ich mache Fortsetzung und für Splitter halt nebenher noch was. Fortsetzung klingt vor allem nach Erfolg und klingt vor allem danach, dass Leute das kaufen und lesen. Also weiterhin dafür auch viel Erfolg. Ich selbst lese ja auch alles, insofern bin ich Teil davon. Ja, und lieber Hannes, bei dir ist so, ich habe vor einer halben Ewigkeit Hammer und Karma gekauft und habe so eine halbe Ewigkeit später auch gelesen und war hin und weg. Ich warte immer noch auf die Fortführung. Inzwischen müssen wir, glaube ich, über das Thema Kanzlerin nochmal sprechen. Wie sieht's aus? Was hast du hier noch am Start? Ja, also ich bin hier mit meinen eigenen Privatprojekten. Ich habe auch immer angefangen, Poster mitzunehmen, die ich halt Digital Painting mäßig anbiete. Aber das ist mehr so ein reines Messeding. Es gibt auch noch einen Webcomic, den ich veröffentliche, Of Stars Profaned. Und der ist tatsächlich vor kurzem, vor wenigen Wochen, habe ich das letzte Kapitel, die letzte Seite gezeichnet, fertiggestellt. Ist ja von mir komplett layoutet, also geschrieben. Von Baby bis ins Altenheim alles gemacht. Aha. Und genau, und das ist jetzt mit so, ich glaube, 228 Seiten, wenn ich mich nicht irre, abgeschlossen. Und ja, da schaue ich mal auf den Horizont und hoffe, dass ich das irgendwie dann in einem Sammelband auch mal auf Deutsch irgendwie rausbringen kann. Bei wem auch immer oder wie auch immer das jetzt genau passiert. Da gibt es schon Ideen, aber da will ich jetzt nicht spoilern. Ja, ich bin mir noch ein, du hast mir das von einer halben Ewigkeit auch das Projekt und die Serie im Groben schon mal vorgestellt in einem Gespräch. Jetzt haben wir hier inzwischen auch den vierten Band gedruckt vorliegen. Wenn wie viel Prozent sind jetzt also von dem Gesamtwebcomic schon auch gedruckt vorhanden? Hier, das ist jetzt, ich glaube, Kapitel 9 und 10. Insgesamt sind 13 Kapitel. Also es wird noch wahrscheinlich bei der Comic-Con Stuttgart idealerweise wird dann noch der fünfte und letzte Miniband rauskommen. Da sind dann immer zwei Kapitel da drin. Genau, bevor es dann bevor wir dann einen Angriff nehmen, tatsächlich ein Sammelband zu machen und zu drucken. Genau, Hammer und Karma, muss ich enttäuschen, ist noch nichts geplant, weil einfach Manga ist natürlich immer viele, viele Seiten zu zeichnen, ne? Und bisher noch keine, also das ist noch Zukunftsmusik, wenn da überhaupt noch was passiert. Aber es würde mir schon sehr viel Spaß machen. Ich habe auch die Serie bis zum Ende durchgeplant. Da könnte ich Ewigkeiten dran zeichnen, aber das muss ich ergeben. Vielleicht nochmal kurzer Abstecher ins Internet. Auch da der Hinweis, dass unter anderem Ralf auch derjenige war, der damals die Live-Zig mit online durchgeführt hat. Eine Online-Comic-Veranstaltung. Ich habe tatsächlich auch in den Hochphasen von Corona jeweils Streams von euch auf Twitch gesehen. Erzählt doch mal, ist es aktuell noch ein Thema? Wie aktiv seid ihr bei Twitch? Könnt ihr vielleicht auch mal so für uns Hörende, die wir das nicht so regelmäßig vielleicht verfolgen, mal eine kurze Einschätzung geben von, wie wichtig und sinnvoll und gut läuft eigentlich Twitch gerade für Comic-KünstlerInnen? Also ich kann nur kurz sagen, ich habe, ich glaube 2017 relativ viel gestreamt, habe damit rumexperimentiert. Ich habe dann, musste mich dann ein bisschen umorientieren, musste mehr auf meinen sozusagen Hauptarbeit, auf den Dayjob konzentrieren. Aber ich würde es auf jeden Fall nochmal machen zu so als Spezialaktion zu Promotion-Zwecken oder sowas, wenn ich jetzt irgendeine Kampagne mache oder sowas, sowas wie vielleicht für ein nächstes Impure 2 oder für Of Stars Profaned, habe ich mir überlegt, da würde ich vielleicht so einen Stream-Marathon machen oder sowas. Das fände ich sympathisch, aber halt diese täglich oder teilweise mehrere Tage die Woche viele Stunden streamen, ja, da muss man halt schon echt kalkulieren, wie viel Zeit dann übrig ist, um tatsächlich die Kunst zu machen am Ende. Ja. Also für dich hat es mehr so einen PR-Effekt gehabt jetzt? Irgendwie schon. Also, aber vor allem Interaktions, das ist so wie, wenn man auf eine Messe geht, ne? Dass man halt mit Zuschauern dann sprechen kann. Man kann chatten und interagieren, das ist halt das Spaßige daran, dass das was Spaß macht. Aber dabei bleibt dann natürlich die Produktivität so ein bisschen auf der Strecke. Also ich persönlich komme dann nicht so sehr dazu, wirklich Fortschritte zu machen beim Zeichnen. Und da das dann Zeit ist, die mir abgeht vom Comiczeichnen, wofür ich sowieso schon zu wenig Zeit habe,
ist halt, ja, musste ich da ein bisschen was abschneiden. Ja. Dann gibt es ja auch noch ein Privatleben, das man hin und wieder auch. Genau, auf jeden Fall. Ja, Ralf, wie sieht es bei dir aus? Wie sind aktuell deine Twitch-Aktivitäten? Also bei mir sind die ja komplett momentan eingestellt. Ich habe es auch sehr gerne gemacht, aber es ist wie bei Hannes, dass das enorm Zeit nimmt und einen auch verlangsamt. Vor allen Dingen, da größtenteils mein Tagesablauf momentan aus dem Schreiben besteht. Schreiben ist sehr, sehr, sehr ungeeignet für einen Twitch-Stream. Ich habe das manchmal gemacht, aber es ist nichts, was die Leute wirklich interessiert, wie man dann ganze Zeit die Skripte tippt. Beim Zeichnen ist es mittlerweile so, dass ich auch sehr viel an Deadlines hänge. Und wenn man Deadlines hat, dann kann man sich nicht so stark ablenken lassen. Ich denke, Twitch ist sehr bedeutend, wenn man sich darauf spezialisiert hat, wirklich zu streamen und wirklich regelmäßig Content liefert. Also es kommt auch darauf an, wie viel Energie man reinsteckt und wie viel Zeit man reinsteckt. Und dann kann man schon sehr erfolgreich damit sein. Interessant. Das heißt also, spätestens zu The Impure 2 können wir dann wieder regelmäßiger Twitch-Content von dir erwarten. Ja, da bin ich ja am Kolorieren. Da wäre durchaus was möglich, ja. Ja. Jo, Jungs, vielen Dank für eure Zeit und vor allem noch viel Spaß und Erfolg hier beim Comic Garden 2021 in Erfurt. Ciao. Danke. Ciao. Tschüss. Es ist geschehen, der Comic Garden 2021 ist rum. Ich hatte die Gelegenheit, dort ganz viele Menschen zu interviewen. So viele Menschen, wie da halt eben als ComiczeichnerInnen unterwegs gewesen sind. Und nachdem ich das alles habe so ein bisschen sacken lassen, ist mir aufgefallen, dass ich eine, wenn nicht vielleicht sogar die wichtigste Person auf dem ganzen Comic Garden, der ja normalerweise als Comic Park in Erfurt stattfindet, vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte und freue mich deswegen sehr, dass wir irgendwie so ein bisschen in der Nähe voneinander wohnen und wir deswegen auch ein gemeinsames Fazit ziehen können und vor allem auch mal über seine sonstigen Aktivitäten in der Comic-Szene sprechen können. Um es mal vielleicht auch schon vorwegzunehmen, ich saß dann Samstagabend mit der einen oder anderen Person von diesen ZeichnerInnen am Tisch in einem Pub und wir haben uns den einen oder anderen hinter die Birne gekippt und ich bin ja so ein Typ, ich lästere dann sau gern, hab dann versucht über den jungen Mann hier neben mir zu lästern, aber es ging einfach nicht, weil alle mochten ihn, alle fanden ihn total toll und ich hoffe, dass ihn die Vorschusslorbeeren hier jetzt nicht zu sehr erröten lassen. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Hallo, ich bin Andy. Wer bist du? Hi, ich bin der Michael. Hallo Michael. Also du bist ja jemand, also wir kennen uns jetzt schon lose seit ein paar Monaten, wenn nicht sogar Jahren, aber wirklich besser kennengelernt haben wir uns eigentlich erst beim Comic Park mal ein Wort gewechselt und eben auch heute. Und in Erfurt letztes Jahr, wo wir uns auch vor 4 Jahren jetzt schon, wir uns auch schon ein paar Mal gesehen haben. Ne? Und du bist so einer, du bist immer ständig überall bei vielen Veranstaltungen in Deutschland, bei so Comics und auch international wahrscheinlich, bist du unterwegs. Und mir hat am Abend, an diesem Pub-Abend jemand gesagt, du Andi, den Michael, den musst du kennen, beziehungsweise eigentlich kennt er dich schon, denn das ist sein großes Ding. Er hat wahrscheinlich das dickste schwarze Adressbuch, das die Welt je gesehen hat. Denn wenn man Comiczeichnerin in Deutschland ist und irgendwie auch live unterwegs ist und selbst wenn nicht, wie ich auch gerade gelernt habe, also irgendwie hast du Kontakt zu ganz vielen Leuten aus der Comic-Szene, aus der Comic-Branche, das ist genau dein Ding, du bist super vernetzt und du machst auch viel in diesem Bereich und darauf werden wir auf jeden Fall heute zu sprechen kommen, was du genau da eigentlich anstellst und warum du die alle kennst, aber vielleicht lass doch vorab nochmal ein kurzes Fazit ziehen, so Eindrücke sammeln vom Comic Park in Erfurt, auf dem wir uns wie gesagt zuletzt gesehen haben. Das war ja quasi so Begleitprogramm zu Buga in Erfurt und irgendwie auch Alternative zum ansonsten stattfindenden Comic Park. Erzähl mal so aus deiner Sicht, was war das in Erfurt, was wir da 2 Tage erlebt haben? Wie war es für dich? Interessant möchte ich es mal zuerst betitulieren, weil klar, wie du es jetzt gesagt hast, die Buga als omnipotente Mutterorganisation oben drüber gestanden hat und der Comic Park für mich von Handling her, von der Entspanntheit, die das ganze Ding mit sich bringt, eigentlich neben Erfurt zu den schönsten Messen in Deutschland gehört. Mhm. Zählt, so muss man es ja sagen. Die ganze Location ist eigentlich wunderbar, wie ich da das erste Mal vor 2 Jahren hinkam und der Veranstalter des Comic Parks, der Jan, dann zu mir gesagt hat, ja, das findet mitten im Park statt, hatte ich natürlich überhaupt gar keine Ahnung, weil den Eger-Park kannte ich natürlich bis dahin auch gar nicht und war da relativ überrascht, was denn da alles steht und geboten wird. Und ich finde, dass das ganze Ding, so wie es
aktuell ist, wunderbar ist. Natürlich bedingt durch die blöde Corona-Geschichte, die wir aktuell auch haben, ist das die einzigste Messe, die bis jetzt dieses Jahr stattgefunden hatte. Und das ist dann natürlich auch was ganz Tolles, wenn du dann mal wieder Messeluft schnuppern kannst und mal rauskommst und mal wieder was anderes siehst. Wenn du Freunde siehst, die du sonst nur auf Messen triffst und die dann halt über Wochen oder Monate lang nicht mehr gesehen hast, das ist was ganz was Tolles gewesen. Also ich fand den Comic Garden, wie er ja dieses Jahr offiziell hieß, genauso schön wie in den letzten Jahren den Comic Park. Ich sehe da aber auch noch ein bisschen Luft nach oben. Es war ja so, wir wollen hier ein gemeinsames Fazit ziehen. Ich hatte ja auch glücklicherweise den, das immer, also eigentlich heißt er Jan Ettinghausen, der Veranstalter. Genau. Aber alle nennen ihn Ed oder Ed. Da bin ich auch noch nicht so ganz schlau geworden, wie man ihn jetzt eigentlich anspricht. Ich habe immer Ed gesagt, dann habe ich andere Ed. Ja. Ettinghausen. Ed. Clever. Ist, also doch Ed und nicht Ed. Ich sage Ed. Dann sage ich jetzt auch Ed. Also ich sage Jan eigentlich. Ja, genau. Der ja eigentlich das Comic-Café in Erfurt hat, einen der Comic-Läden dort. Wir haben ja zum Glück zwei. Er ist quasi aus einem aus dem anderen abgesprungen und hat letztlich das offensichtlich deutlich bessere Konzept am Start. Man kann da außerhalb Coronas auch frühstücken. Wir haben immer ein Podcast-Frühstück gemacht auch sogar schon und so. Und wenn ihr mal in Erfurt seid, dann nutzt die Gelegenheit auf jeden Fall vorbeizuschauen. Da gibt es auch Getränke und natürlich gibt es da auch Comics. Und sein zweites Standbein ist zumindest im gewissen Rahmen, da diese Veranstaltung in Erfurt zu stemmen. Gibt auch Lesungen dort. Ich weiß, dass da, keine Ahnung, vor kurzem der Thilo Krapp eine Lesung hatte in Erfurt. Oder auch die Olivia Viehweg haben wir da schon live gehabt, die da irgendwie auch in der Nähe wohnen. Und ich würde jetzt immer so als kleine Schmankerl sagen, ohne mich jetzt weiter aus dem Fenster lehnen zu wollen, wir sollen mal die Zeit um Halloween im Auge behalten. Mhm. Und vielleicht den Jan mal kurz vor Halloween auch noch mal kontaktieren. Es könnte sich unter Umständen lohnen. Dort hieß du schon vielleicht den weiteren Verlauf des Gesprächs auch ein bisschen an. Also das sind ganz viele tolle Dinge am Start, zusammen mit seiner besseren Hälfte schmeißt er den Laden und da guckt unbedingt mal hin. Das wäre schade, wenn er das einfach nicht nutzt. Und er hat diesen Comic Park da gestartet und das war so ein bisschen, ich kam da morgens rein, natürlich ohne Pressegeschichte, so wie sonst, weil irgendwie hätte ich gar nicht gewusst, also er selber hat das ja nicht veranstaltet, er war ja nur irgendwie dabei. Und dann habe ich auch, muss ich sagen, nicht genau gewusst, wo die sind. Aus der Map, aus der Karte, die du im Eingangsbereich kriegst, geht genau gar nichts hervor, wo die sind. Ich habe dann einfach, bin einfach lang gelaufen, weil ich jetzt ungefähr weiß, wie die EGA ein großes, weitläufiges Gelände mit Spielplätzen, Cafés und vor allem jede Menge ja Gartensachen. Da sind also, ähnlich wie zum Beispiel der Palmgarten auch in Frankfurt, findest du da Riesenbeete mit Blumen und natürlich auch so Gewächshäuser und so und eben auch inzwischen neue Gebäude, in denen drinnen Dinge stattfinden, Ausstellungen und so weiter. Und habe dann wirklich nach, ja, ein bisschen Suche, fast schon zufällig den Bereich gefunden beim, ich glaube, das Ding heißt Mainz Pavillon, wo dann auch die Comiczeichner saßen, drin sowie davor. Und es war wirklich so Zufall. Da fanden vor 2 oder 3 Jahren, als da der Comic Park war, auch die Lesungen statt, die ich dann zum Teil eben anmoderiert habe. Und naja, deswegen bin ich halt vorbeigelaufen. Da gab es ein Schild und dann war da so morgens schon so ein bisschen gute Laune und die ersten Leute haben aufgebaut. Anwesend waren ja echt eine Menge Leute. Wir haben sie, glaube ich, auch fast alle in dieser Podcast-Episode schon gehört. Den Sascha Dörp habe ich irgendwie gar nicht interviewt an der Stelle. Liebe Grüße nochmal. Alle anderen habt ihr von mir auch. Und du saßt da auch mit rum und das Ganze, und jetzt zu weit ins Detail zu gehen, ich habe dann erstmal eine Runde Bier geschmissen und plötzlich war die Laune super. Die war auch vor mir gut, muss ich definitiv sagen. Hat aber dann natürlich zur Lockerung beigetragen, ja. Einen Tag habe ich verbracht, habe dort, wie gesagt, viele nette Gespräche geführt und war ganz zufrieden, denn das war nur ein Teil dieses Comicparks. Ein zweiter war eine große Bühne, die da um die Ecke ist im EGA-Park, wo vor allem so Cosplay-Veranstaltungen waren, Musikveranstaltungen, alles so ein bisschen in diese Japan-Ecke, also Manga-Richtung, da wurden auch Mangas verkauft oder so. Und das ist natürlich toll für die EGA, wenn da über dieses ganze Gelände hier und da dann auch Menschen in Cosplay unterwegs sind. Und man kann schon sagen, die EGA hat sich bestimmt sehr gefreut über diese Wirkung, weil das natürlich auch faszinierend ist für die ganzen Omis und Opis, die da eigentlich Blümchen gucken wollen. Und dann laufen da ein paar Menschen in tollen Kostümen rum. Für die EGA war das sicher ein toller Zugewinn. Ob der Ed jetzt so zufrieden damit ist, dass seine Veranstaltung da so irgendwie nur Teil war, fast schon unterging und man schon sehr gezielt danach suchen musste, das kann ich mir vorstellen, dass er das vielleicht nicht so geil fand. Ich weiß dann natürlich keine weiteren Details, die ich jetzt auch gerne offenlegen möchte oder würde, aber mir persönlich kam das halt so vor, dass die Bundesgartenschau den Comic Park, den Comic Garten,
Naja, als ungeliebtes Stiefkind da in deinem, an dem Wochenende halt dabei hatte. Du warst das fünfte Rad am Wagen. Ach, die sind ja auch da, wie du so schön sagst. Null Werbung auf dem ganzen Gelände. Hier, wir haben an diesem Wochenende irgendwelche Bekloppten da, die einen Stift halten können oder ein paar nett kostümierte Leute rumlaufen. Gar nichts. Und das ist tatsächlich in den letzten zwei Jahren ja nicht das Thema gewesen. Da war es ja nur in Anführungszeichen der Park, der als kleine, aber sehr feine Messe, finde ich, halt eine gewisse Lockerheit auch mitbringt. Und bei der Bundesgartenschau, wir hatten einen Aufsteller, einen Reiter, den wir draußen hinstellen konnten, auf dem dann stand Comiczeichner. Ja, wenn du aber auf der anderen Seite des Pavillons vorbeigelaufen bist, hast du den natürlich nicht gesehen. Und ich bilde mir ein, wenigstens ein zweites Schild, wo dann darauf hingewiesen wird, dass eben an dem Wochenende dann auch noch irgendetwas anderes da ist, hätte man von Seiten der Buga machen können. Aber naja, gut. Das war ein einmaliges Erlebnis, das wissen wir beide. So schnell wird sie wahrscheinlich nicht mehr nach Erfurt kommen. Und nächstes Jahr geht es dann hoffentlich wieder back to business zum normalen Park. Und dann schauen wir mal, was nächstes Jahr so bringt. Das waren tatsächlich dann genauso die Eindrücke, die man, die ich auch so Samstag dann gewonnen hatte. Und das ist aber nur so eine Facette des Ganzen, denn letztlich, so sehr stecke ich dann schon drin, freue ich mich ja, wenn die Leute, die dort vor Ort sind, die ZeichnerInnen, wenn die dann halt wirklich auch einfach einen Umsatz machen, wenn es da ein bisschen um Geld geht und das auch sich für die Leute lohnt, denn wir wissen, in diesem Jahr ist wahnsinnig viel ausgefallen und wir können davon ausgehen, dass in diesem Jahr auch nicht mehr so viel stattfinden wird, dass das Ganze sich hoffentlich in irgendeiner Form dann trotzdem rechnet, ja, und ich weiß ungefähr, wie die Aufwendungen gewesen sind und wer die getragen hat, aber ich weiß vor allem auch, dass insbesondere Sascha Dörp und auch Ralf Singh beide zufrieden waren mit diesem Wochenende. Ich mache das so, dass ich nach jeder Veranstaltung, egal was es ist, ob jetzt eine Signierstunde in einem Comicladen oder eben jetzt der Comicpark, danach nochmal mit den Zeichnern auch näher ins Detail gehe und dann halt auch frage, was hat dir gut gefallen, was war dir nicht so gut gefallen, was kann man verbessern, was war in deinen Augen ohne aller Kanone oder wie oder was auch immer. Und da kam von den Jungs und Mädels, die wir jetzt an dem Wochenende da hatten, tatsächlich nur positives Feedback. Also finanziell muss es sich wohl für jeden deutlich gelohnt haben. Und das Zwischenmenschliche, das passt ja auf den Park sowieso. Das mag natürlich auch an der noch nicht ganz der Größe Erlangen entsprechenden Veranstaltung liegen. Aber es ist halt sehr schön, du sitzt in einem schönen Park in den letzten zwei Jahren an der frischen Luft, der diesen super Gastgeber in dem Moment ganz sympathisch und es passt halt auch so. Er muss sich nicht um uns großartig kümmern, dafür bin ich da. Wenn ich ein Problem habe, haben wir das zuvor schon miteinander verhackstückelt und geklärt und es war halt, das darf man dieses Jahr natürlich auch nicht außer Acht lassen, mit dem Wetter, das wir an diesem Wochenende hatten. Traumhaft. Sonnenbrand oder zumindest sah so aus. Traumhaft schön. Wir haben uns am Samstagmorgen dafür entschieden, dass wir die Stände nicht in der Halle, sondern davor aufbauen. Ich höre jetzt noch die Worte von Ed. Da ist ab heute Nachmittag Schatten. Ja, das ist richtig. Ab Nachmittag war es Schatten, aber die Stunden von 9 bis mittags um 4, wo der Schatten kam, haben wir tatsächlich ziemlich in der prallen Sonne gehängt. Und Sascha hat einen schönen Sonnenbrand und wir haben also auch recht gut geschwitzt, das ist richtig. Aber es hat halt gepasst in kurzen Hosen und mit einer lauen Sommerbrise sitze ich bei 35 Grad deutlich lieber, als wenn ich bei Dauerregen und langen Hosen irgendwo in der Halle sitzen muss, ne? Auf jeden Fall. Und man hat es eben auch gesehen. Also wenn man zufällig quasi am Pavillon vorbeilief und dann auch noch in die Richtung geguckt hat, war das halt die Möglichkeit überhaupt zu erkennen, dass da Leute sind. Denn der Pavillon mit seiner Tür, die auch so ein bisschen versetzt ist, geht da unter Umständen ein bisschen unter. Also das sind, glaube ich, so die beiden zentralen Eindrücke, die man hier, glaube ich, vom Comic Garten gewinnen kann. Als ZuschauerIn muss man genau wissen, wo man unterwegs ist. Man muss das schon auch wissen, wo das ist und so. Und wenn man Richtung Bühne läuft, könnte man eventuell an diesen Comic Bereich vorbeigehen. Das Bühnenprogramm kann ich übrigens gar nicht beurteilen, da habe ich nahezu nichts gesehen. Es ist ein riesen Zeltding, das eine Dauerinstallation ist mit einer Bühne. Ich glaube, die hatten viel Spaß da auf der Bühne. Es wurde, wie gesagt, auch so ein bisschen eben Mangas verkauft, so generell asiatisches Merch, nenne ich es mal, also viel Plastik verkauft. Das gab es alles und ich denke auch, da hatten viele Leute viel Spaß, ja alles auch draußen und so. Und wie gesagt, das sind die Perspektiven der Zuschauenden und sich der Zeichnenden, war es grundsätzlich, glaube ich, was das angeht, auch ein Erfolg.
Auf jeden Fall. Ja, die haben sich natürlich auch alle gefreut, dass es endlich mal wieder eine Messe gibt, wo man hingehen kann. Und ich spreche jetzt nicht von irgendeinem Verkaufsflohmarkt, wo man sich einen Stand hinstellt und sagt, ich tue mir da meine selbstproduzierten Hefte irgendwo anbieten oder auf einer kleinen Manga- oder Comic-Messe irgendwo im Ruhrgebiet, sondern halt wirklich schon etwas Größeres. Und da sind der Ed und ich uns, glaube ich, einig, wir planen da schon größere Geschichten und wollen dann, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, mit den Großen mitspielen, aber ich glaube, wir wollen beide haben, dass Erfurt sich zu etwas entwickelt, wo wir sagen können, da kann man stolz drauf sein. Und ja, Erfurt ist the place to be dieses Jahr. Also ich hatte vor 2 Jahren, wo das ganze Corona ja noch nicht da war, internationale Stars da. Mhm. Einer davon, der wohl bekannteste, wird wahrscheinlich Glenn Fabry gewesen sein, der Coverzeichner von Breacher. Der war das letzte Mal vor 20 Jahren bei Panini da gesessen. Ne? Mhm. Und ja, ich hätte auch Pläne für das letzte Jahr und dieses Jahr gehabt, wenn Corona uns nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Und da wären auch ein paar Namen gefallen, die, ich glaube, noch mehr gezogen hätten als jetzt die Tatsache, auch gute deutsche, nationale, talentierte Leute vor Ort zu haben. Ich gehört habe, hatte Glenn auch viel Spaß an der Zeit, der hier gewesen ist, auch abends dann noch. Ich glaube, es war eine schöne Runde. Da musst du die Mitarbeiter des Dantes Verlages fragen. Schöne Grüße übrigens an Josh. Auf jeden Fall. Der auch mega sympathisch ist und wo man mal ganz nebenbei auch ein bisschen Werbung für den kleinen Verlag machen sollte, der mit Serien wie Usagi Yojimbo und Slane und Gravel sehr Herzblut auch investiert, ja. Und das ja auch nicht macht, weil er da reich werden, also will wahrscheinlich reich werden, aber so einfach wird es nicht werden. Das ist schon ganz viel Herzblut auch in der Arbeit, die er da hat. Und er macht auch tolle Arbeit, finde ich. Also die Hefte, die Bände sind redaktionell. Genau, redaktionell. Wir streichen das aus. Redaktionell wirklich sehr gut betreut. Und ich habe zum Beispiel Outlaw Nation im Original gelesen und hatte ihm das damals so ein bisschen ans Herz gelegt, wie wir zusammen in München waren, dass der Goran eben diese Serie genau im deutschen Markt bringen möchte. Und der Jens R. Nielsen hat das ja perfekt betreut und Sachen und Querverweise erzählt, wo ich glaube, beim ersten Lesen nicht unbedingt sofort ins Auge schießen und auffallen. Wenn ich den jetzt nicht verwechsel, ich habe hier irgendwo so ein Kärtchen, das habe ich natürlich nicht dabei, habe ich mich auch sehr ausgiebig mit dem unterhalten und ganz viele Tipps gekriegt, genau, mit dem Jens R. Nielsen, das ist echt ein toller Typ. Also wenn alles klappt, haben wir den beim Telestammtisch auch nochmal am Start. Der ist ja auch zu behaupten, er wäre mit der Illustratorenorganisation verbandelt, wenn er unter Treibung, er sitzt da im Beirat und macht da eine Menge Sachen. Unter Umständen hört ihr demnächst da noch ein bisschen mehr beim Telestammtisch. Ja, und jetzt hast du ganz viele Namen genannt, ganz viel angeteased und offensichtlich bist du nicht ohne Grund auf solchen Veranstaltungen unterwegs. Jetzt fällt es mir ganz schwer, überhaupt in Worte zu fassen, was genau du eigentlich da in der Comic-Szene, offensichtlich auch in der deutschsprachigen oder eben auch in der internationalen, so machst. Vielleicht kannst du es beschreiben. Was hast du da eigentlich verloren? Angekommen bin ich da wie die Mutter zum Kind. Also die Jungfrau zum Kind, so muss man sagen. Ich gehe seit 1998 auf mehr oder minder größere Messen, allerdings nur im Inland. Also Ausland war ich zwar auch immer auf der einen oder anderen Messe, aber da gibt es also Kollegen von mir, die aus dem Ruhrgebiet dann des Öfteren zum Beispiel nach Breda oder nach Gent gefahren sind. Da war ich noch nicht. Das ist mir dann doch ein bisschen zu anstrengend. Aber ich finde auch, wir haben in Deutschland genug geboten bekommen in den letzten Jahren, wo man hat hingehen können. Und mich fasziniert eigentlich dieses Zeichnen, das du dann halt vor Ort wirklich bekommst. Du gehst zu irgendeinem Künstler, den du in dem Moment toll findest oder der Hot Shit ist oder sonst was und sagst, boah, hier, ich bin ein totaler Fan von deinem Batman, Deadpool, Moon Knight oder Bone. Kannst du mir da bitte einen machen? Und ich finde das faszinierend, ein leeres Blatt in Minuten gefüllt zu sehen und bin da jedes Mal total begeistert, dass er nicht nur meine Idee, die ich eben ihm dann anpreise, bitte darfst du, kannst du mir das zeichnen, umsetzen, und dann vielleicht auch noch andere Sachen mit reinbringt. Und ich kann gar nicht zeichnen, dementsprechend faszinierend für mich. Angefangen hat es tatsächlich vor mehreren Jahren, wie der Crosscut Verlag, der unter anderem ja auch Mausgard rausbringt,
auf meinen Anraten hin David Peterson eingeladen hatte. Der war auf einer Messe in London und wir haben dann Kontakt mit ihm gesucht und der kam dann tatsächlich für leider nur zwei Termine nach Deutschland rüber. Einer war in Leipzig und einer war in Berlin, glaube ich. Und der Andreas Mergenthaler zählt also auch zu einem meiner Freunde. Und ich, wir haben uns an dem, glaube ich, Montag war es, aufgemacht und wir sind dann nach Leipzig hochgefahren und haben uns dann eben die Signierstunde von Peterson angeguckt und waren dann abends also auch essen. Mit ihm, mit seiner lieben Frau, die Fun Fact am gleichen Tag Geburtstag hat wie ich. Mhm. Und auch mit dem Besitzer des Comicladens da. Und der hatte dann halt abends im Gespräch, wie sich jeder mit jedem ein bisschen unterhalten hat und ausgetauscht hat, dann halt mehrfach erzählt, dass er eben gerne mehr Signierstunden zum damaligen Zeitpunkt in seinem Laden gehabt hätte haben wollen. Aber Leipzig liegt ja so ein bisschen weit ab vom Schuss, wenn du jetzt Vergleich, ja, die üblichen Verdächtigen hier in dann doch leider Westdeutschland, muss man es ja in dem Moment betitulieren, da drin hast. Und du musst halt immer nach Leipzig, drei Stunden rüber. Und ja, da hat er mir das halt dann so gesagt und ich habe dann gemeint, ja, das kann ich verstehen, es war auch eine schöne Veranstaltung. Ich glaube, dass er damals tatsächlich gedacht hatte, dass ich irgendwie ein Mitarbeiter von CrossCult gewesen wäre. Mhm. Ja, ich habe ihm dann also auch gesagt, sag ich, du, ich bin Leser, Sammler, Fan, nichts weiter. Und der Zufall wollte es, dass ein anderer Freund, der in der Masters of the Universe Szene drin ist, He-Man und so, kennt man ja durch die aktuellen Netflix-Serien, sitzt ja wieder in aller Munde. Und der wollte damals eben einen Zeichner nach Deutschland holen und wollte die Kosten für den Flug, den er damals hätte zahlen sollen, halt gerne so umsetzen, dass ihn eben irgendwelche Comicläden hosten und da dann eben eine Signierstunde möglich gewesen wäre. Und da hat er halt dann zu mir gesagt, du Mia, du kennst so ein paar Leute, magst du denn nicht vielleicht irgendwie mal helfen, dass wir den irgendwo unterkriegen? Und da ist mir natürlich der Leipziger Comicladen, die Comic-Combo, wieder in den Kopf geschossen und da habe ich dann gesagt, okay, ich rufe mal an und frag mal nach. Und das hatte sich dann leider Gottes zerschlagen, weil mein Kollege von den Masters das irgendwie nicht so ganz bewerkstelligen konnte, dann wirklich den Flug final zu buchen. Und der Sebastian, der Besitzer des Comicladens, er wäre enttäuscht worden für das, was er bereit gewesen wäre zu zahlen. Und ich hatte damit kein gutes Gefühl, weil ich tatsächlich jemand bin, ich mag es nicht, Leute zu enttäuschen. Wenn ich was verspreche, versuche ich es zu halten. Geht manchmal nicht immer. Manche Leute werden jetzt wahrscheinlich auch die Hand vor den Kopf schlagen und sagen, oh Gott, was erzählt er da nur? Aber in der Regel versuche ich, wenn ich sage, wir sind 3 Stunden da, sind wir 3 Stunden da. Gibt es keine Diskussion. Und ich hatte dann halt Sebastian damals dann halt auch gesagt, ich glaube, dass das, was du jetzt bereit bist zu zahlen, nicht das widerspiegelt, was du auch wirklich geboten bekommst. Daraufhin haben wir das Ganze dann im Sand verlaufen lassen und Sebastian meinte dann halt, und wenn wir es mal selbst versuchen würden? Ja gut. Erst sage ich da nein, dann überlege ich ein bisschen, mache mir so 2 Gedanken, spreche das dann auch mal mit 2, 3 Freunden vielleicht mal durch und dann kam mir halt dann der Gedanke, naja, eigentlich, was hast du zu verlieren? Sagt dir das CrossGen noch was, der Verlag? Nein. Das war Anfang der 2000er ein amerikanischer Verlag, der dann auch in Deutschland veröffentlicht wurde mit so Serien wie Mystic, Sigil, Crux, Sojourn. Okay. Ja, und da haben zum damaligen Zeitpunkt also die Leute, die heute richtig gut dabei sind, also ein Craig Land war da dabei, ein Mike Perkins hat da gezeichnet, ein Aaron Lopresti. Und halt auch einige Autoren, die damals gut im Geschäft waren. Genau. So. Zum damaligen Zeitpunkt hatte Marvel tatsächlich die Rechte an CrossGen aufgekauft, hat es aber leider Gottes nur so umgesetzt, dass sie eben 3 Serien neu gestartet haben, als Miniserien konzipiert hatten und praktisch der Name genutzt wurde, die Figuren aber grundlegend verändert wurden.
CrossGen war in sich ein abgeschlossenes Universum über eben diese Seichel-Bierer, die da ihre Abenteuer in den diversen Serien erleben. Und das Neue war gar nicht das, was ich erwartet hatte. Aber als autarke Miniserie zu sehen, eigentlich relativ gut. Und einer der Zeichner war für mich das Nonplusultra in dem Moment, weil der meine absolute Lieblingsserie Ruth, gezeichnet von Jackson Geist zum Beispiel und dann Mike Perkins auch, übernommen hatte. Und ich fand den seinen Stil absolut passend dazu. Und das war tatsächlich dann unser erstes Opfer, das wir dann versucht haben zu kontaktieren. Und der Mirko P. Federici, so hieß der Zeichner, war auch sehr engagiert und fand es wohl auch ganz toll, mal auf eine Messe außerhalb von Italien eingeladen zu werden. Und der kam damals zur ersten Tour für Signierstunden in Frankfurt, Darmstadt und Leipzig tatsächlich rüber. Und wir hatten damals einen halben Spaß über ein schönes Wochenende. Ne? Das heißt, du warst dann als Mitorganisator, als Veranstalter meinetwegen für diese Signierstunden in diesen Comicläden unterwegs. Du hast also Kontakte bereits zu den Comicläden gehabt. Du hattest Kontakte zu ihm oder zumindest welche hergestellt und hast dann von deiner Seite aus offiziell als Eventmanager das gemacht, oder wie? Hätte man damals nicht so genannt. Ja. Heute sicherlich, ja. Jein. Also die Kontakte zu den Comicläden kamen tatsächlich erst mit der Zeit. Frankfurt, ich wohne in der Nähe von Frankfurt. Da gibt es zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, 2 oder 3 Läden noch. Meine ist halt das T3 in Frankfurt. Schöne Grüße an euch Jungs. Ja. Und die waren halt offen dafür, dass wir das mal ausprobieren. Und dann der Comic-Kosmos in Darmstadt beim Naman Vakim, der erste Neuling dann war, den ich kennenlernen konnte. Aber da hatten die Jungs von T3 dann halt gesagt, geh da hin, der Naman ist sehr lässig und sehr cool. Ja, ist er auch. Ja. Ja, der hat ja auch einen der weltberühmtesten Sprüche geprägt. Ja. Du weißt, was das beste Bier ist? Das beste Bier der Welt? Nein. Das Freibier. Amen. Nicht Amen, Naman. Alles klar. Und ja, und dann sind wir natürlich nach Leipzig. Und da gab es damals eine kleine Geschichte namens Comic Garden. Also jetzt nicht mit D, okay, sondern mit T. Und da wollte der Sebastian den halt gerne hinsetzen, den Mirko. Und da hatte man dann halt eben 4 Signierstunden und die waren eigentlich sehr locker und lässig. Wir hatten mit dem Mirko auch totales Glück, dass er ein sehr unkomplizierter, umgänglicher Mensch war, der auch heute noch zu einem meiner Freunde zählt. Und ja, das. Der hat dir dann aber nicht nur signiert, der hat dir dann vermutlich auch nicht nur die Läden ihre Comics verkauft, die dann signiert wurden, sondern es gab vermutlich auch noch Drucke, es gab vermutlich Sketche und so weiter. Auch ja, alles ja, noch. Na klar, ne? Sketche, genau. Das gehört ja. Vor allem wahrscheinlich, weil ich meine, ich frage mich nämlich aus dem Hintergrund der Frage, jetzt habe ich so eine ungefähre Vorstellung, was große Verlage an Verkaufspreis an die Läden haben und was wiederum die dann an prozentualen Gewinnen dann aus diesen Comics rausholen können. Das wird so eine Veranstaltung nicht refinanzieren. Das müssen also die Sketche sein, es müssen andere Verkäufe sein vor Ort, die da überhaupt erst so eine Veranstaltung möglich machen. Ja, also man muss der Fairness halber sagen. Da ist man noch nicht bei Gewinn, das ist nur bei Gewinn. Was ist das? Bitte? Ja. Wie Urlaub, das kennt man eigentlich gar nicht. Das ist eine 0-auf-0-Aktion. Ja, genau. Also ich glaube, keine davon, die da mitgemacht haben, sei es früher oder sei es heute, können sich hinterher Millionen in die Taschen stecken. Das funktioniert nicht. Ich sehe eine Signierstunde als was Besonderes, die der Laden in dem Moment seinen, sei es treuen Stammkunden oder eventuell potenziellen Neukunden anbieten kann und dann halt sagen kann, hier, wir haben auch was Besonderes. Andere Leute machen Summer Sale oder 50% Wochen oder Schlag mich tot. Und ein Comicladen kann halt Signierstunden machen. Ich kenne Läden, die haben dann gesagt, ja, bei uns kommen immer wieder die gleichen Leute. Das kann passieren, aber solange die gleichen Leute dann trotzdem da sind, wenn so ein Event da stattfindet und die in dem Moment dann auch vielleicht potenzielle Hefte abkaufen,
ich sage immer, eigentlich sollte man das also auf Signierstunden auch machen, dass man dann auch im Laden was kauft, weil jeder, der sagt, ich habe kein Geld dabei oder ich finde hier nichts, ja, da weißt du ja dann schon in etwa, was das dann so bringen sollte. Ne? Ja. Also wenn man etwas haben möchte und solche Events oder solche Sachen auf geregelter Basis stattfinden sollen, sollte man das auch mit unterstützen. Panini und andere Verlage machen es ja auch auf der Messe so und sagen, wenn du dann irgendeine Zeichnung haben willst, dann musst du dann eben halt ein Buch bei mir kaufen, was ja auch legitim ist. Auf jeden Fall. Ja? Weil der Verlag hat ja genauso wie jetzt wir die Kosten zu tragen, die dann eben da anfallen. Ne? Das ist ein Flug, das ist eine Übernachtung, das ist Essen ganz logischerweise. Ne? Ja klar. Und ja. Kommt einiges zusammen. Und gerade auch, weil dann teilweise wirklich große Namen eingeflogen werden, dann ist es natürlich besonders beeindruckend. Ich habe jetzt in T3 die ein oder andere Signierstunde schon mitgenommen und neben dem, ich werde jetzt zum letzten Mal nennen, Sascha Dörp, der da schon gesessen hat, zusammen mit dem Holger Klein, die haben da schon Sachen gemacht, viele lokale Namen auch aus dem Frankfurter Umfeld, Rhein-Main, habe ich da aber auch schon zum Beispiel Dan Jürgens getroffen. Mhm. Ich glaube, da warst du auch nicht ganz unbeteiligt, dass der hier war. Nein, das ist tatsächlich nur bei Alexander Bubenheimer und Panini gewesen, da habe ich gar nichts mit. Da hast du nichts mit der Mut gehabt, okay. Also es gibt schon wirklich ein paar Leute, die da unterwegs sind. Ich habe auch einen Druck gekauft, aber der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich glaube, was mit C, ich habe einen Batman-Druck gekauft. Da warst du definitiv mit dabei. Das war, wenn nicht sogar meine erste Signierstunde im T3, die ich mitgenommen habe, aber beim Namen da will ich glaube, der Name war was mit C, zumindest hat er so signiert. Cholak fällt mir da zum Beispiel ein. Da muss ich jetzt wirklich, das ist ein bisschen peinlich jetzt, aber ihr habt es hier gehört. Ich werde ein Poster oder ein Foto oder so jetzt mal einblenden. Schlecht vorbereitet. Ja. Und da kommst du ja auch ganz schön rum, ne? Hast du zwischen alle Comicläden Deutschlands gesehen? Nein, leider nicht. Es gibt tatsächlich Sachen, wo ich gerne mal hin möchte. Also ich könnte mir zum Beispiel für sein Rhein-Main-Gebiet Mainz vorstellen. Das wäre eine Option, weil in Rheinland-Pfalz war ich zwar schon mal vorhanden, aber ich würde gerne da mal wieder hin expandieren. Das ist jetzt sowas, wo ich sagen würde, das wäre ganz interessant. Alle Comicläden, glaube ich, kannst du auch gar nicht sehen, weil es gibt ja auch wirklich welche, die sind ganz, ganz klein. Mhm. Ja, es gibt die großen Ultra-Comics in Nürnberg zum Beispiel, war ich auch noch nie. Es gibt aber dann halt auch kleine, wie zum Beispiel Mini-Fun in Fürth, sagt ja der Name Mini schon. Ne? Gut, ja. Ein Freund hat mir jetzt letztens erzählt, dass er also in Ludwigsburg einen ganz kleinen Händler da getroffen hat, der also auch deutlich kleiner als der 15 Kilometer weiter größte Comicladen Deutschlands, die Sammlerecke ist, ne? Also alle habe ich nicht gesehen. Aber ich habe schon viele gesehen und da waren welche dabei, wo ich gesagt habe, wow, sieht das toll aus. Da waren auch andere dabei, wo ich gesagt habe, okay. Nett. Ja, ja. Interessant, dann hast du also schon einiges eben auch mitgekriegt. Du bist dann also für diese Signierstunden am Start und Signierstunden müssen ja nicht nur in Comicläden stattfinden, die können eben auch bei so Veranstaltungen stattfinden. Und ich glaube, es war doch auch so, in einem Interview fürs Wochenende im Comicgarten hat die Roxanne, ich weiß nicht, ohne E, ne? Roxanne, nicht Roxanne. Ja. Gemeint, du hättest sie mitgebracht, waren, glaube ich, ihre Wortwahl gewesen. Und kam so der Eindruck zustande, dass du quasi bei dem Ed ein bisschen geholfen hast, überhaupt diese Ellie da herzustellen mit den Leuten, die da an sind. Hast du jetzt alle zusammengetrommelt, telefoniert und dem Ed deine Auswahl gegeben? Oder wie läuft das ab, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, in meinem kleinen Langen südlich von Frankfurt eine Veranstaltung machen würde, könnte ich dich anrufen und du kannst dann da Connections herstellen? Oder wie läuft es dann, wenn ich Veranstalter bin? Wie das damals alles angefangen hatte, hat man sich natürlich Gedanken machen müssen. Man muss ja auch lernen bei der ganzen Geschichte. Also ich mache das jetzt seit über 10 Jahren und am Anfang, wenn ich so sind wir, wie das eben damals beim Mirko Pierfederici lief oder dem zweiten Zeichner Dalibor Talajic, den wir damals hatten, bis heute, es ist schon ein bisschen professioneller geworden. Also das darf man nicht vergessen. Und ich habe da auch am Anfang von vielen Leuten, gerade in meinem Freundeskreis, die also auch alle Comic-Sammler sind, Stützenhilfe bekommen, sei es durch ein aufmunterndes, das machst du toll, oder ein Schulterklopfen. Es gibt da also auch ein paar Freunde von mir. Da muss ich, glaube ich, ganz laut einen Achim nennen, der mich da am Anfang ganz stark mit Ideen
und Unterstützung versorgt hat, wo mir dann also auch gesagt hat, ich kann dir da, am Anfang kanntest du ja wirklich keinen, auch ein paar Namen oder eine Adresse besorgen. Oder der war dann eben, also wie gesagt, auch auf Messen in den Niederlanden und in Belgien, wo er dann eben also auch mal nachgefragt hätte, ob denn da Leute dabei wären, die eben Interesse hätten, nach Deutschland zu kommen und so weiter. Und in den Jahren hat man natürlich auch schon einiges erlebt. Ich glaube, der Comic Park dürfte so die 5. oder 6. Messe gewesen sein, die dann halt gesagt haben, ja, kannst du uns irgendwelche Zeichner besorgen? Aber das hat dann halt immer an irgendetwas gescheitert. Meistens am finanziellen Aspekt, weil wenn man dann gesagt hat, ja, man könnte sich sowas vorstellen, was habt ihr denn für ein Budget? Dann kamen halt Antworten wie, das weiß ich noch nicht, das kann ich noch nicht sagen, krieg erstmal eine Zusage und so weiter. Und das sind Sachen, so arbeite ich nicht. Ich denke mir jedes Mal, der Zeichner, der sagt nicht hinterher, ich war in Langen auf der AVP Signierstunde, sondern ich war halt beim Michael. Mhm. Und ich denke mir, die ärgern sich dann mehr, wenn irgendetwas nicht rund läuft. Und solange jemand mich dabei haben möchte oder sagt, Micha, kannst du dich um irgendetwas kümmern, gibt es halt von meiner Seite auch ein paar Voraussetzungen, die ich dann natürlich auch an eben diese Veranstaltung lege. Zum Beispiel das Einfachste, persönlich auch vor Ort zu sein in Erfurt. Das mir also persönlich auch wichtig ist. Ja, von den anderen Veranstaltungen hat es eben immer an irgendetwas gehangen, meistens am finanziellen Aspekt. Und beim Jan, ich war vorher mit Signierstunden in seinem alten Comicladen, in der Comic Attack vorhanden und vertreten, und wir hatten uns da schon recht gut verstanden, und irgendwann hat er mich tatsächlich per E-Mail angeschrieben, hat gemeint, wie sieht's denn aus, bist du noch aktiv, könntest du dir vorstellen, irgendetwas für den Park für uns zu machen. Da habe ich dann halt mit ihm das Gespräch gesucht, und wir haben uns dann halt unterhalten, und habe ich gesagt, also sollte eigentlich nicht das Problem sein, aber wir müssen halt gucken, was wir halt wollen. Und habe meine Forderungen in dem Moment dann halt auch gestellt. Die wurden akzeptiert. Weiß nicht, ob Zähne knirscht oder nicht, aber zumindest wurden sie akzeptiert, und dann habe ich halt mal angefangen. Ja. Also auf deine Frage, ja, die Leute, die jetzt dieses Jahr auf dem Comic Park waren, waren tatsächlich Leute, die ich zuerst ausgewählt habe und dem Jan dann unterbreitet habe. Aber da er der Chef des Ganzen ist, hat er natürlich auch das Recht zu sagen, nö, interessiert mich nicht oder finde ich jetzt nicht so prall, oder den hat man vor 2 Jahren schon mal da oder sonst irgend sowas. Also er hat das letzte Wort. Bis jetzt sind wir aber tatsächlich auf einem guten gemeinsamen Weg gewesen, und das hat ganz gut so funktioniert in den letzten 3 Jahren. Und jetzt reden wir die ganze Zeit über das Geld und über das Finanzieren, über Budgets und so weiter, und keine Ahnung, das sind ja ganz unterschiedliche Größenordnungen auch, mit denen du da hantierst. Da gibt es auf der einen Seite den kleinen Sketch, den kriege ich für 30, 50, manchmal 60 Euro. Dann gibt es aber auch die tollen Commissions, die Auftragsarbeiten, die du teilweise mitorganisierst, wo du wirklich auch dich dahinter klemmst, dass Leute ja eben einfach Dinge übernehmen, stellst Kontakte her, und dann wird es mal dreistellig, da wird es auch vielleicht auch mal vierstellig, kann ich mir vorstellen, dass wenn da eben entsprechend Arbeit und Detailliebe und Zeit auch investiert werden muss. Also es geht wirklich, es gibt eine ganze Range von kleiner bis größer. Jetzt habe ich aber nicht den Eindruck, als wärst du derjenige, bei dem die ganzen Comic-Millionen der letzten Jahre in irgendeiner Form angekommen sind. Du bist einer von uns, einer so ein bodenständiger. Und ich glaube, du magst den ganzen Comic-Spaß auch selbst. Wie sieht's aus? Machst du das hauptberuflich? Machst du das nebenbei? Was kannst du, willst du uns da erzählen? Beruflich, glaube ich, könnte man hier in Deutschland davon nicht leben. Ja, ich bin immer noch ein Fanboy tief im Herzen drin. Ich gehe immer noch gerne auf Messen, liebe es, mich mit Menschen zu unterhalten, Freunde zu treffen, Fans zu treffen, neue Kontakte herzustellen. Beruflich, ich war früher selbstständig, bin jetzt seit 5, 6 Jahren wieder in Lohn und Brot, in einem sehr guten Arbeitsverhältnis, und habe da auch
Ja gut, jeder ärgert sich mal über seinen Chef oder sonst was, aber im Großen und Ganzen bin ich in dem Geschäft sehr, sehr glücklich. Und das bleibt auch weiter mein Standbein. Deswegen werden diese ganzen Touren, diese ganzen Events wirklich in meiner Freizeit, in meinem Urlaub gemacht. Also heißt, in dem Moment, wo andere Leute an die Ostsee ins beschauliche Bad Segeberg fahren, um sich die Karl-May-Festspiele anzuschauen, bin ich dann halt 5 Tage in der Woche on Tour und versuche dann halt die Comic-Landschaft in Deutschland ein bisschen zu bereichern. Natürlich, man muss gucken, dass das auch immer ein bisschen funktioniert und wie ich selbstständig war, ging das deutlich entspannter. Da erinnere ich mich dran, dass wir dann 3 Touren innerhalb von 3 Wochen kurz aufeinanderfolgend hatten. Das würde heute nicht mehr gehen. Mhm. Und das will man dann vielleicht auch nicht mehr wollen. Ist auch anstrengend. Ne? Man wird ja nicht mehr jünger. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass so mit der größte Lohn an der ganzen Geschichte auch so der ist, dass die vielleicht mit interessantesten Exponate, die es aus den letzten Jahren gibt, bei dir zu Hause hängen. Ist das so? Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Also klar, ich sammle auch Commissions und klar, bei den Leuten, die dann kommen, bestelle ich mir natürlich auch was. Da gibt es schon ein paar ausgesprochen schöne Sachen. Das empfinde ich so. Der meine Figuren, die ich mir da aussuche, natürlich nicht mag, der sagt, soll das sein? Interessiert mich nicht. Ja. Meine Lieblingscomicfigur ist zum Beispiel Emma Frost von den X-Men. Mhm. Die, ich sage auch immer, man kann nicht genug Emma zu Hause haben. Ja. Aber wenn du die nicht magst, dann ist das halt irgendwas. Wenn du auf Superman oder Batman stehst, ja, Pech. Aber du hast tatsächlich das ein oder andere Ding zu Hause, wo ich glaube, dass ich das auf einer normalen Signierstunde so nicht bekommen hätte. Das kann ich, glaube ich, bestätigen, ja. Doch. Also ein waschechter Fan. Und kann ich mich jetzt auch vielleicht für die Zuhörenden da draußen, ich werde ja in einem gewissen Rahmen auch deine Kontaktmöglichkeiten in die Shownotes packen, sodass man Kontakt zu dir aufnehmen könnte. Wenn ich jetzt Lust hätte, von Person XY folgende Figur gezeichnet zu bekommen, könnte ich mich an dich wenden? Bist du so eine Art Manager? Könnte ich fragen, hier, lass mal von dem und dem hier einen John Constantine machen? Könntest du das handeln? Kommt drauf an. Also ich versuche halt für die Leute, die mich mit Commissions oder Sketchbücher oder sonst irgend sowas in Deutschland unterstützen, für die Tour unterstützen, wenn es denn mal sowas gibt, oder für den Event wie den Comic Garden, Comic Park unterstützen möchten, da halt auch immer so ein gewisses Level zu halten, weil Geld ist ja endlich angeblich und da kann sich halt auch nicht jeder leisten, 500 Euro im Monat abzuzwacken für zusätzlich zu den Heften, die er ja normalerweise sammelt. Die Abos laufen auch. Genau. Ja. Dann auch noch 500 Euro plus minus für eben eine Commission oder eine Originalseite oder sonst irgend sowas rauszuhauen. Wenn ein Name so interessant ist, dass ich dann halt sage, ja, den finde ich gut oder dann könnte man tatsächlich immer für eine zukünftige Tour brauchen, dann kann man sowas natürlich machen. Und wenn es ein Name ist, der mir persönlich in dem Moment halt auch gut gefällt und ich sage, ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass er bei mir in meiner Sammlung ist, dann geht das schon. Aber im Großen und Ganzen mag ich sowas eigentlich immer dann eben an eine Veranstaltung oder eine Tour irgendwo zu koppeln. Wir hatten letztes Jahr, hatten wir zum Beispiel auch Commissions von Rick Burkett angeboten. Das ist ein Batman-Animated-Zeichner, der, glaube ich, neben Ty Templeton und Bruce Timm der bekannteste ist. Und da habe ich das dann halt auch gemanagt, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne etwas von ihm haben. Wer mag sich denn da gerne noch mit anhängen? Waren ein paar. Einige. Batman Animated ist... Kennt man, ne? War auch mein Einstieg. Ja, hast du sie gesehen damals? Ja, natürlich. Also ich kenne keine, der sagt, das hat mir nicht gefallen. Das war ohne Frage. Bis heute. Ich würd Zeit für einen Rewatch. Wenn es denn das endlich auf DVD oder Blu-ray schön gäbe. Ja, richtig. Vielleicht dann, manche Leute sprechen halt kein Englisch, dann auch gerne in deutscher Tonspur. Mhm. Da dann habe ich es halt momentan.
Dann lass doch mal auch vielleicht auf Anekdoten zu sprechen kommen. Wir haben ja eine ganze Menge Geschichten, glaube ich, hier, die da noch in dir schlummern. Und natürlich darfst du die gerne noch anonymisieren, weil wir ja keinen in die Pfanne hauen wollen. Und es gibt ja gute wie schlechte Anekdoten, vermute ich mal. Aber lass doch mal anfangen mit, ja, bisschen auch dem Thema Vertrauen irgendwie. Also da gibt es ja nun auch eine Menge Gelder, die hin und her gehen und so. Und ich kann mir vorstellen, dass die Zahlungsmoral von nicht jedem, mit dem du so zu tun hast, die beste ist. Und vielleicht aber auch nicht die Abliefermoral von allen Comic-KünstlerInnen, mit denen du so zu tun hast, die beste ist. Gab es da schon irgendwas, was besonders gut oder besonders schlecht lief? Ja und nein. Also Zahlungsmoral muss ich tatsächlich sagen, bei den Leuten, die bestellen, bei den Leuten, die sich für Commissions, für Originalseiten, Sketche oder irgendwas dergleichen interessieren, habe ich wenig Probleme. Klar, es gibt mal eine, habe ich auch, finanzieller Engpass momentan, ich kann gerade nicht. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der baut sein Haus um, der hat ganz andere Sorgen aktuell als eben irgendwie ein Heft oder sonst irgend sowas. Der sagt mir dann aber das auch im Vorfeld und sagt, du, ich kann dir das erst im nächsten Ersten zahlen, ist das für dich okay? Mittlerweile kennst du deine Leute ja dann auch so ein bisschen. Pappenheimer. Genau. Und hast dann halt auch ein paar Freunde mittlerweile geworden. Und da ist das halt auch kein Problem, wenn man sowas im Vorfeld eben schon weiß. Es ist schlimmer, wenn sowas im Nachhinein kommt. Es ist was bestellt und dann heißt es auf einmal, du, ich kann nicht. Ja? Das ist dann, finde ich, auch dem Künstler gegenüber nicht fair. Wenn du Glück hast, hat er noch nicht angefangen und es passt. Und dann sage ich dir einfach hier, du, pass auf. Der will nicht, der kann nicht, der braucht nicht. Dann ist es okay. Aber dann halt, was weiß ich, hinterher dann nicht reagieren, wenn dann die Lieferung schon erfolgt ist oder sowas. Deswegen lasse ich mir eigentlich für solche Sachen immer das Geld schon im Vorfeld schicken. Also, wie ich damals vor 10 Jahren angefangen hatte, dachte ich mir halt, wie kannst du das Ganze umsetzen, ohne dass du mit deinem persönlichen Geld ja irgendwo gerade stehen musst, weil den Künstler interessiert es ja nicht. Ich sage dann zum Künstler, ich hätte gern das, das, das und das als Commission oder als Originalseite oder sowas. Der bringt mir das mit und sagt in dem Moment, der mündlich gesprochene Vertrag zwischen dir und mir hat stattgefunden, ich habe geliefert, bitte gib mir mein Geld. Steht ihm ja auch zu, ist ja auch richtig. Aber wenn dann der eigentliche Besteller in dem Moment nicht gezahlt hat, habe ja dann ich wieder das Problem, dass ich eben mit meinem Privatgeld in Vorkasse gehen muss. Das kann bei jemand, der nur 5 Commissions verkauft hat, noch funktionieren. Ich hatte vor ein paar Jahren Yannick Paquette zum damaligen Swamp Thing Run nach Deutschland eingeladen. Der hatte damals erstaunlicherweise 42 Commissions im Gepäck dabei, die er mir in die Hand gedrückt hat. Dementsprechend kannst du dir auch vorstellen. Na, die Preise sind mittlerweile auch etwas nach oben gegangen, bedingt durch Corona, bedingt durch mehr Nachfrage und so weiter. Dass das einfach für einen Privatmann, der ja ein normales Leben auch noch hat und fernab von Comics ja auch noch andere Verpflichtungen hat, wie Miete, wie Essen, wie was weiß ich, Klamotten oder sonst irgend sowas, dann einfach nicht finanzierbar ist. Und deswegen habe ich halt dann gesagt, wir machen das so, dass wir im Vorfeld das Geld alles zu mir befördern, aber das auch dann so lang auf meinem Konto bleibt, bis eben der Künstler geliefert hat. Erst dann, wenn ich es wirklich bei mir auf dem Schreibtisch liegen habe, dann geht das Geld eben dann raus. Hat auch auf der anderen Seite den Vorteil, wenn der Künstler eben nicht liefert. Ich hatte vorher ein paar Jahren ein Zeichner da, der 10 Commissions hätte abliefern sollen, hat 3 dann mitgebracht und sagt dann am letzten Tag, ja, was denn mit den anderen 7, wer soll ich? Bitte gerne zuschicken, Geld ist da, du musst nur liefern. Ja, ich soll ihm das Geld doch bitte im Vorfeld geben, habe ich dann auch gesagt, das kann ich nicht machen, das ist nicht mein Geld, das ist das Geld eben meiner Freunde, meiner English Clients, dass das eben einfach so nicht funktioniert und ich nicht irgendwie hunderte von Euro rausrücken kann, wenn ich dafür nichts bekommen habe. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Der junge Mann hat dann ein paar Mal noch hin und her gemacht und hat dann am Ende eben nicht geliefert. Nur 3 von 10. Genau. So, dann stand halt, wir warten noch ein bisschen,
gucken wir mal, was passiert. Leider ist da nichts mehr passiert. Schade, gibt's auch. Ja, das Geld geht dann aber dann an dich als Besteller halt dann auch zurück. Ne? Na klar. Wenn du dann 5.000 Euro gezahlt hast für eine Originalseite, kriegst du die dann halt auch wieder zurück. Und Käuferschutz bei Michael. Und ich denke, jeder Comicsammler kann mit einem extra Gehalt oder ein bisschen mehr Geld in dem Moment auch wieder was anderes da anfangen. Ob ja, du das dann gleich in die nächste Commission oder Originalseite oder was auch immer reinsteckst oder ob du sagst, ja, lege ich mir mal irgendwo hin. Ich glaube aber, das ist jedem recht, ne? Ja, und wie sieht das denn aus? Also ich meine, wie aktuell, ich gebe dir diese Bestellung auf und das läuft alles und so. Ist es dir schon passiert, dass Menschen unzufrieden waren dann mit dem Ergebnis? Oder sind erstmal alle geflasht? Oder ist das ein Risiko, dass man eingeht und deswegen ist Unzufriedenheit eingepreist und halt muss man hinnehmen? Schwierige Geschichte. Kunst ist ja objektiv. Mhm. Das, was mir gefällt, muss ja nicht dir gefallen. Und umgedreht. Ich bin sicher, ich habe auch in meiner Sammlung 1-2 Commissions, die ich geordert habe, wo ich sage, naja, nicht so ganz das umgesetzt, was ich eben in dem Moment haben wollte. Aber das ist ja künstlerische Freiheit. Mhm. Du bezahlst ja den Künstler XY dafür, dass er eben die Figur, die du dir dann in dem Moment gewünscht hast, so umsetzt, wie er es eben in dem Moment macht. Und wenn es dann halt ein Charakter ist, als Beispiel, du bist der größte Superman-Fan und nimmst immer Superman und dann entscheidest du dich und sagst, ich bin mal mutig, ich nehme jetzt mal den Martian Manhunter. Mhm. Und der kommt dann halt an und sieht halt nicht so Martian Manhunterig aus, wie du das jetzt in dem Moment haben wolltest. Da kann natürlich schon ein bisschen... Enttäuschung ist vielleicht ein hartes Wort, weil du kriegst ja trotzdem in der Regel die beste Umsetzung, die du für dein Geld eben bekommen kannst. Und das ist ja danach uninteressant, ob das jetzt bei mir ist, auf einer internationalen Messe oder sonst irgendwo. Wenn du was von jemand bestellst, du kannst immer Pech haben, dass das mal nicht das ist, was du erwartest oder anders der ist als das, was du erwartest. Vielleicht gefällt es aber dann irgendeinem Freund von dir oder irgendeinem Sammlerkollegen, ja, der dann sagt, boah, das sieht aber immer geil aus. Und du denkst, hä, was sieht denn der? Ja. Ja, du kannst ja dann verkaufen, ne? So ist es ja dann nicht. Und das ist aber noch nie eskaliert in irgendeiner Form. Also, dass es dann unangenehm wurde und jemand einfach nicht das akzeptieren wollte, so ganz negativ wurde es noch nie. Tatsächlich hatten wir da Glück, nein. Mhm. Also, manche Zeichner arbeiten ja mit Prelims, also Vorzeichnungen, die sie dann halt entwerfen. Also, top. Und die kann man dann natürlich dann auch an den Zeichner, an den Käufer weiterreichen und kann sagen, du guck mal, der würde dir das so machen. Ich hatte mal, also zwei Herrschaften sind dabei, die haben sehr spezifische Vorstellungen. Also schöne Grüße an die, die es jetzt hören. Da war ein Kollege dabei, der hätte gerne einen Wolverine in einem japanischen Kirschblüten Garten, und zwar in einer alten Samurai-Rüstung, in der einen halt Hand das Schwert haltend und das andere eben mit den Krallen ausgefahren. Beide kampfbereit und beide eben in japanischer Montur. Sehr spezifisch, weil genaue Vorstellung, so möchte ich das haben. Ich bin da ein bisschen flexibler. Ich sage, mach mir bitte eine Emma Frost, weil ja, klar. Emma kannst du nicht genug haben. Hatte ich schon mal erwähnt? Vielleicht. Und dann erwarte ich da eigentlich auch nichts. Klar, du kannst halt sagen, dafür zahlst du ja. Du möchtest eben das spezifische Kostüm haben. Oder bei mir ist es zum Beispiel wichtig, Emma Frost hat ja in den X-Men Comics ja auch teilweise mal ein schwarzes Kostüm gehabt. Sie ist die White Queen. Also sie hat das Weiße an und nicht das Schwarze. Mhm. Ja, also, aber das kannst du ja dann auch wünschen und Anregungen und so weiter und so fort. Dann hatte ich einen anderen Kollegen, der war dann sehr spezifisch, was dann die Helden und Schurken dann halt auch in der Hand haben. Was weiß ich, eine Vorkriegspistole, die der Red Skull eben dann auch hätte haben müssen. Und ich habe dann immer so, wie ich das alles aufgeschrieben habe, dachte mir so, okay, ob das der Zeichner so umsetzen kann und ob er da überhaupt Bock drauf hat. Ja. Weil du darfst ja nicht vergessen, die Zeichner können ja auch ganz normal sagen, ja, du, ne, lass mal einfach, ja, mach ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Ich kenne Leute, die schreiben zum Beispiel, dass sie No Nudity umsetzen. Mhm. Ne? Und
Da kann das natürlich dann auch sein, dass da eben irgendjemand sagt, das mag ich so nicht zeichnen, das mag ich so nicht umsetzen. Und die fanden das aber tatsächlich, diese sehr spezifischen Wünsche und Anlässe, als ich jetzt, Emma Forst, bumm, ja, mach, bitte, ich hätte gern Captain America, der den gegen den Red Skull kämpft in einem zerbombten Berlin, der Reichstag im Hintergrund, da soll dann eine alte Reichskriegsflagge brennend runterfallen. Der Red Skull hat eine Mause, ich sag irgendeine Nummer, weil ich es nicht mehr weiß, ja, 2805 in der Hand halten. Captain America hat aber bitte nicht das runde Schild, sondern das dreieckige Schild. Und da siehst du dann, wenn dann diese ganzen Wünsche einkommen, stehe ich dann immer zu Hause da und denke mir, puh. Aber tatsächlich, da haben viele der Zeichner richtig Bock zu. Ja, so konkrete Sachen? Ja, weil es halt eine Herausforderung ist. Verstehe. Ne? Hm. Machen wir ein Swamp Thing? Ja, 35 Mann wollten ein Swamp Thing. Klar, der macht dann halt einfach. Okay, das ist natürlich dann auch Fließband, ich verstehe schon. Schönes Fließband, aber Fließband. Ich sag mal kurz zu Unity, ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Gerade beim Parkett, den du angesprochen hast, der hat im Endeffekt auch Wonder Woman gemacht und da legt er auch, glaube ich, viel Wert auf Rundungen, wenn er die zeichnet. Wie sieht's aus? Wird das bei dir oft bestellt? Figuren in nackt oder zumindest sehr expliziten Posen? Jein. Also es gibt Leute, die sagen, ich hätte sie gern sehr sexy oder ich hätte sie gern mit einer üppigen Oberweite. Ne? Ich meine, man darf ja das alles auch nicht vergessen, dass die ganzen Comicfiguren, gerade die Damen, wenn die wirklich hier so über die Straße laufen würden, viele Männer hinterher gucken würden. Ja. Also Sexismus pur in manchen Stellen. Und es gibt ja auch tatsächlich Zeichner, die das auch ja richtig gut umsetzen können, eben genauso wie das möglich ist. Ich meine, stell dir eine Otto-Normalverbraucher-Frau vor, die ein Wonder Woman-Kostüm anhat, und dann guckst du an und sagst ja, sieht nicht so ganz so gut aus wie Gail Gadot, ne? Wie wir am Cosplay manchmal auch sehen können. Auch das, ne? Guten wie im Schlechten, bei Männern wie bei Frauen. Hackmischilder, ganz großartig. Okay. Also es gibt Leute, die mögen das, aber da kann man jetzt nicht so sagen, dass das der Großteil der Bestellung. Okay, das ist einfach mal, gibt es dabei? Ja, es kommen manchmal sehr spezielle Wünsche, wo man dann also sagt, okay, bin mal gespannt, aber bis jetzt hatten wir auch tatsächlich nur einmal was, wo also sehr explizit vieles gezeigt hätte werden sollen nach Wunsch des Künstlers, des Bestellers, und da hat der Künstler damals tatsächlich gesagt, nein, das möchte er so nicht umsetzen. Mhm. Aber ist vielleicht auch ein Ruf, auf den man auch ein bisschen vielleicht verlieren könnte, wenn du, keine Ahnung, sehr explizit Harley Quinn zeigst, dann ist das vielleicht nicht unbedingt die beste Bewerbung beim Verlagshaus. Das weiß ich nicht, weil manche Leute tun es ja dann auch nicht öffentlich posten. Es gibt ja andere Leute, die legen das daheim dann einfach nur in den Schrank und freuen sich einfach, dass sie das haben. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Stehe. Geld macht glücklich, ganz klar, aber du kannst nicht alles für Geld kaufen. Und wenn eben jemand sagt, damit habe ich kein gutes Gefühl, das möchte ich so nicht oder sowas, dann ist das halt auch immer so zu akzeptieren und hinzunehmen. Ich meine, klar, wenn du was nicht magst, dass ich dann Kaffee, der vor uns steht, jetzt austrink, dann wirst du mir das wahrscheinlich auch sagen. Siehst du, schon haben wir ein Problem. Sag mal, wie sieht es eigentlich aus mit Manga? Also wir haben jetzt immer klassische Comics, eine Handvoll Superhelden haben wir genannt oder so. Ist Manga auch ein Thema in deiner Arbeit? Leider gar nicht. Das liegt aber daran, dass ich mit Manga überhaupt gar keinen Einfluss habe. Also ich tue mir da schwer, die zu lesen. Ich mag auch die Zeichnungen nicht, wenn ich dann bei vielen Gesichtern nur eben die Konturen sehe, aber nicht die Augen und so weiter und so fort. Ich mag die großen Klubschaugen nicht. Man möge mir bitte verzeihen und mich nicht steinigen, wenn man sich auf der nächsten Messe sieht oder begegnet, aber Manga und ich, wir wären keine Freunde. Wie sieht's aus mit so Indie-Sachen? Also jetzt, das ist ja was du bis jetzt, also Erfurt, das waren verhältnismäßig, und da will ich nichts Falsches sagen, Mainstream-taugliche Sachen. Sie waren nicht mainstreamig, aber sie waren Mainstream-tauglich. Aber mit Indie meine ich vor allem so sehr azifazi, bisschen einfach experimentellere Dinge. Könntest du das machen? Bedienst du sowas auch?
Bitte erzähl mir ein Beispiel, was Beispiel, du experimentell... Der von mir sehr geschätzte Dominik Wendland zum Beispiel, der mit Tüti was rausgehauen hat oder auch Ego hieß es, glaube ich. Sachen, die sind sehr ein bisschen künstlerisch. Das sieht aus wie direkt von der Kunsthochschule, ist aber super unterhaltsam, mit Preisen überschüttet und ich habe sehr gern gelesen. Ist aber was halt jetzt, also das sind Strichmännchen. Mhm. Also, wäre das auch was du dir vorstellen könntest? Zuerst, hattest du sowas schon viel eher, ja? Zuerst muss ich an den Kollegen Dominik Mea Culpa sagen, weil ich kenne seine Arbeit leider gar nicht. Mhm. Ja, Independent kommt darauf an, wie weit du es fasst, ist tatsächlich ein Thema. Ich habe sehr viele Freunde, die im deutschen Independent-Bereich auch arbeiten, also Schwarzer Turm, Weißblech-Comics, Gringo-Comics muss man da natürlich auch dann sagen, sofern das noch Independent sind, ich meine, das weiß man nicht. Mittlerweile sind die ja dann doch zumindest in Deutschland schon ein bisschen größer dabei, aber halt selbstverlegte Comics präsentieren und eben ja, nicht irgendwo eingekaufte. Und ich mag die Menschen nicht nur, sondern denke mir dann halt auch, leider Gottes ist vieles davon viel zu unbekannt. Mhm. Weil, na klar, es gibt bei uns in Deutschland mehrere Verlage, die halt sehr, sehr viele, auch von mir gelesene Titel eben aus USA oder aus Franco-Belgien einkaufen. Müssen wir ja gar nicht lange überlegen. Panini, Splitter, Carlsen und Ehapa sind da die Platzriesen, Crosscult als nächstes genannt. Aber der Großteil der Produktionen sind tatsächlich dann eben Titel, die eingekauft worden mhm. sind. Und eine Sarah Buini zum Beispiel, die ja dann auch mit dem Ponyhof bei Panini war, macht ja jetzt ihre Sachen auch wieder independent, möchte ich es jetzt mal nennen. Und das ist dann halt immer so ein bisschen traurig, weil ich finde, wir haben ganz viele talentierte Leute, teilweise bekannt, teilweise auch noch ein bisschen unbekannt, die eben es verdienen, genauso im Rampenlicht zu stehen. Vielleicht war Corona jetzt tatsächlich da auch die Chance, sich auch innerhalb Deutschlands auf solche Leute zu reflektieren und zurückzuberufen und zu sagen, hey, die haben wir ja auch noch. Und die sind ja gar nicht mehr so schlecht. Und die können ja richtig was. Ja, also ich kenne auch nicht alles und jeden. Also wenn ich jetzt beispielsweise, mir fallen jetzt zwei Sachen ein, da gab es einmal das Discozy Festival in Frankfurt, die begleitend zur Buchmesse stattfinden. Ein Künstler, also absolut Indie, Hochschul, ich glaube ich Comic-Schwerpunkt durchaus, Festival mhm. in Frankfurt, wo auch der Verkäufer aus Darmstadt mit dabei war, hat auch einen Stand gehabt und auch tatsächlich auch klassische Verlagscomics verkauft. Also das fällt mir ein und in, Gott, war das Leipzig oder Berlin? Ich glaube Berlin. Nee, Leipzig, dieses Millionärs irgendwas Club, was dann eingestellt wurde ist und jetzt gibt es ein Nachfolgefestival, also wirklich ganz klassisch und nicht mainstreamig. Würde das auch funktionieren? Wollte ich gerne mal besuchen, den Millionaires Club. Tatsächlich haben der Sascha und ich am Wochenende, wie wir angereist sind nach Erfurt, darüber auch gesprochen. Habe ich leider nie geschafft zu besuchen. Mhm. Ist sicherlich super interessant. Ich erinnere mich immer an meine erste Independent-Veranstaltung, hatte damals der Dino Verlag angepriesen, mhm. waren die Kölner Comic-Tage. Die haben in der Stadtbücherei in Köln stattgefunden. Ich hatte das Wochenende frei, also habe ich mich ins Auto gesetzt, bin da hochgefahren, haben einen Freund von mir getroffen und wir haben uns dann 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden bei den Verlagen in der Bücherei auseinandergesetzt. Jetzt so ganz Indie, also sprich, ich habe jetzt eben hier meine Bachelorarbeit als Comic veröffentlicht und biete die jetzt hier für ein Apple und ein Ei-File. Nein, das besuche ich jetzt nicht oder kann ich nicht besuchen, weil ich es auch teilweise nicht mitkriege. Also bei dem Millionaires Club war es ja auch so, dass ich das viel zu spät erst gecheckt habe. Oh scheiße, die sind ja wegen der Leipziger Buchmesse dann ja auch da und du hast ja wahrscheinlich auch die eine oder andere Messe schon mal gesehen. Da steht man dann morgens ein bisschen früher auf, futtert meistens auch nicht so viel und abends tut dir die Füße weh und du sagst, erstmal nur eine Dusche und irgendwas essen. Schlaf. Und dann nochmal los und auf eine andere Messe. Das hat halt in Leipzig leider nie funktioniert. Mhm. Aber ja, generell, also ich bilde mir ein, auch wenn mir was nicht gefällt, man sollte die Augen nicht vor anderen, neuen, fremdartigen Sachen verschließen. Ich meine,
Ich merke schon, da gibt es auf jeden Fall noch Möglichkeiten, die noch vielleicht nicht erschlossen sind und auch ganz spannend sein könnten für alle Beteiligten. Vielleicht auch an euch da draußen, wenn ihr das gerade hört und ihr noch jemanden sucht und ihr vielleicht auch Interesse habt, ihr könnt euch ja sicherlich bei Michael zumindest mal auf die Liste schreiben lassen. Und ich vermute mal, kann man sich bei dir bewerben? Ich schicke dir dann so 3 Fotos hier. Das mache ich übrigens, das ist meine Arbeit. Und falls du mal Leute wie mich suchst, dann denk an mich. Das geht bestimmt, oder? Das klingt jetzt, als wäre ich super wichtig. Naja, offensichtlich. Persönlich empfinde ich mich auch nicht als super wichtig, genauso wie dieses Fake News mit diesem dicken schwarzen Buch, der sich angeblich hätte. Da musste ich tatsächlich schon vorhin schön schmunzeln. Das ist nicht wahr. Also, wenn ich sowas mache, ich muss ja irgendwas als Referenz annehmen. Warum lade ich dich ein, mein Gast zu sein? Warum lade ich dich ein, mit mir auf Tour zu gehen? Warum lade ich dich ein, bei mir in Erfurt am Comic-Park-Stand zu sitzen? Warum? Was ich in den ganzen 10 Jahren persönlich für mich immer entschieden habe, ist mein persönlicher Geschmack. Gefällt mir das, kann ich es verkaufen. Dann kann ich es den Comicläden verkaufen, kann ich es dir als Fanboy und Sammler verkaufen und habe damit dann auch kein Problem, mich hinzustellen und dafür die Werbetrommel richtig zu rühren im Sinne von, guckt euch den mal an. Ich bin ziemlich sicher, dass in den letzten 10 Jahren auch Leute da waren, die zum damaligen Zeitpunkt der Comic-Gemeinde wenig gesagt haben. Aktuelle Beispiele wären da zum Beispiel der damals extrem sympathische, super talentierte und total herzliche Alvaro Martinez. Mhm. Klingelt da was? Nee, aber das soll nichts bedeuten. Hatte damals gemacht so Bombentitel wie Cataclysm im Ultimate-Universum, hier mal ein Fill-in-Heft für, was weiß ich, Teen Titans. Okay. Und damals 3 Hefte für Aquaman. Mhm. Heute zeichnet der Alvaro Batman. Detective Comics. Und zwar schon seit Monaten. Oh ja, ich bin ein bisschen raus bei Batman, aber okay. Macht ja nichts. Ich meine, man möge mir auch verzeihen, falls ich jetzt irgendeinen Titel genannt habe, den er dann tatsächlich doch nicht gemacht hat. Aber was ich damit meine, ist, der hatte damals tatsächlich nicht viel drauf vorzuweisen, was er denn in seiner Vita geschaffen hatte. Das war hier mal ein Fill-in-Heft, da mal von einer dreiteiligen Miniserie 2 Hefte. Das dritte war dann von einem anderen Zeichner geschaffen worden. Und der nächste, den wir damals hatten, der kam zum Doctor Strange-Film damals rüber. Das war ein junger spanischer Zeichner namens Jorge Fornes. Jorge Fornes. Auch Swamp Thing? Rorschach aktuell. Ach ja. Ja. Und Jorge war damals so, dass ich, wie er halt Commissions angeboten hatte, das den Leuten angeboten hatte und gesagt habe, guckt euch den an, der ist wirklich gut, ich finde den klasse und so weiter. Und da kam von etlichen Leuten, die gesagt haben, also der Stil, wie er jetzt seine Figur, sein Batman, sein Daredevil oder was auch immer du dann halt von ihm gewünscht hast, zeichnet, gefällt mir jetzt nicht so, aber er macht total geile Hintergründe und die sind auch extrem detailliert. Wenn du mal Spaß hast, geh mal nach Hause, hol mal eins seiner Hefte raus und guck dir tatsächlich immer bewusst die Hintergründe an und die sehen tatsächlich stark aus. Also auf den Commissions, die ich dann bekommen habe, siehst du dann halt natürlich den Daredevil, Ready to Fight im Vordergrund und hinter ihm dann so richtig schönes, schmutzige Hell's Kitchen. Ja, das sieht schon sehr, sehr stark aus. Ne? Also die kannte damals auch. Toll. Ne? Aber ich war von denen zum damaligen Zeitpunkt überzeugt und bedingt durch den Benefit des damals anlaufenden Doctor Strange Films, ja, hast du da halt noch eine Schicht positive Welle mitbekommen. Hey, wir haben den Doctor Strange-Zeichner noch da mit da. Also das ist eine schöne Sache gewesen. Das sind jetzt die vielen ja einfach Geschichten aus den letzten Jahren. Und vielleicht nochmal kurz ein bisschen auch so anekdotisch, wie gesagt, auch gern anonymisiert. Das waren jetzt ja häufig auch Besuche von eben Leuten national wie international, regelmäßig auch, wie ich mitbekommen habe, dann auch mit Anhang, also der Ehefrau oder Ehemann, je nachdem. Und da waren ganz viele Leute dabei. Ist da auch mal irgendwas Beschissenes passiert? Ist einer nicht angekommen? Eine Person nicht angekommen? Hat sich irgendwer so dermaßen über den Durst getrunken, dass am nächsten Morgen der Termin nicht stattfinden konnte? Jemand ins Bein gebrochen war im Flug oder was auch immer? Gibt es da irgendwelche Geschichten in der Richtung? Da gibt es tatsächlich was, ja. Ich hatte damals durch einen
Kollegen aus England einen internationalen Star angeboten bekommen, der unter anderem auch nach Deutschland hätte gehen können, wenn er gewollt geworden wäre. Blödes Deutsch, aber du weißt, was ich meine. Der wäre aber tatsächlich so, dass er eben halt nur gegen Commissions arbeitet in den Comicläden. Und der kam dann halt und mit seiner Frau, mit seinen Kindern. Und das hat von Anfang an nicht funktioniert. Da wurden sich an Absprachen nicht mehr gehalten. Da hieß es dann Mitte für uns, was weiß ich, um 12 am Bahnhof. Die mussten ja dann auch anreisen nach Deutschland. Klein Michael stand wie ein begossener Pudel am Bahnhof und hat gewartet. Und die kamen dann halt erst eine Stunde später. Ja, man hätte das nicht für nötig gefunden. Den anderen Zug haben wir nicht bekommen. Und das hat zum Beispiel gar nicht harmoniert. Und da wurde mir dann also auch während eines gemeinsamen Abendessens gesagt, dass man auf meine Bekleidung eigentlich gar keinen Wert lege und man das auch alles selbst machen könnte, das hier in Deutschland. Ja, und der ist dann kurz vor Abfahrt des Zuges aus demselbigen ausgestiegen und da hat es auf einmal Bumm gemacht, die Türen sind zugefallen und Zeichner XY stand auf der Bahnsteig. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Und hat halt zugeguckt, wie wir schön weggefahren sind. Und da habe ich gesagt zu seiner Frau so, was machen wir jetzt? Der kommt schon nach, der kommt schon nach. Aber da die offensichtlich keinen Fingerkrumm machen wollte und ich tatsächlich mit dem ganzen Unternehmen mehr, als mir lieb war, an Geduld und Geld verloren hatte, hatte ich dann halt auch gesagt, dann muss auch ich nichts machen. Weil wenn du als Frau dich nicht bewegen willst, dahin fahren willst, um deinen Mann abzuholen, dann muss ich das auch nicht machen. Zumal mir ja dann eben, wie gesagt, 12 Stunden vor abends erzählt wurde, dich brauche ich eigentlich nicht. Ich komme alleine zurecht in Deutschland. Ja, der konnte damals halt von dem einen Bahnhof nicht zum Bestimmungsbahnhof fahren und wusste dann halt auch nicht, wo der Comicladen ist. Ja, ich habe dann abends das ganze Ding dann tatsächlich abgebrochen, weil die am nächsten Morgen dann nach Belgien oder nach Holland weitergereist sind. Und da habe ich dann also für mich gesagt, sorry. Das war's. Habe ich für mich, also in den 3 Tagen habe ich so viele Nerven verloren und habe mich so oft über jemand geärgert. Mir wurde dann hinterher erzählt, dass er angeblich eine bipolare Störung hätte. Das kann einiges erklären. Weil eine halbe Stunde später der Mann total sympathisch war und dann eben eine Viertelstunde später dir dann also gesagt hat, schädig zum Teufel. Aber da war dann halt für mich irgendwo mal der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, nö, du, das brauchen wir jetzt nicht. Ne? Also das war aber so, also wenn das zur Sprache kommt, das versuche ich tatsächlich sehr, sehr schnell und sehr, sehr oft wieder zu vergessen. Das war eine richtig negative Erfahrung da. Außer, dass der Mann hier in Deutschland war, noch großartige Arbeit geleistet hat, hat mich das sehr viel Nerven und sehr viel Energie gekostet, wo eben nicht besonders schön war. Und das Letzte war tatsächlich ein Zeichner, den ich für Oktober 19 oder November 19, also zum Ende 19 eingeladen hatte und wir uns auch absolut einig waren. Er das Flugticket schon hatte, die Hotels gebucht war, die Bahnkarten und so weiter alles gekauft war und er sollte montags morgens dann um 11, sage ich jetzt mal, in Frankfurt landen. Und da kam dann sonntags abends pünktlich zum Kickoff in der NFL eine WhatsApp, Micha, ich will dir nur sagen, ich komme morgen nicht. Begründung, gut, man kann es verstehen, es wäre familiär etwas, das hat er mir dann auch erklärt, aber ja, da kam dann halt leider Gottes nicht mehr das zurück, was ich wirklich erwartet hätte. Gibt es eigentlich noch viele, sag ich will nicht unbedingt Mitbewerber sagen, aber Menschen in der Republik oder im deutschsprachigen Raum, die Ähnliches machen wie du? Die Verlage natürlich, die mit Künstlern, wenn sie auf Messen da haben oder auch innerhalb der Saison gerne Touren und machen, ja klar. Ich weiß nicht, ob das andere Bekloppte wie dich und mich gibt, die dann sagen, wir versuchen das. Wie gesagt, ich bin damals ja auch nur reingestolpert. Ja. Wir haben das halt so gemacht.
Der Sebastian und ich haben das damals halt versucht so zu lancieren und das hat auch ein paar Jahre ganz gut funktioniert. Dann waren wir uns irgendwann mal nicht mehr so ganz so einig und haben dann halt gesagt, dann machen wir das gerne auf verschiedenen Ebenen. Und er hat es dann halt versucht und ich habe seitdem mache ich es alleine. Also davor war halt ein anderes Engagement getroffen, wo wir dann halt gesagt haben, wir sind da zu zweit dran und irgendwann kam dann halt der Punkt, wo wir dann halt gesagt haben, so jetzt war es halt mal für uns und ich habe dann ein bisschen drüber nachgedacht, wurde dann halt auch von ein paar Freunden bestärkt, die dann halt gesagt haben, du machst ja schon relativ viel, ja, du buchst den ganzen Scheißdreck, gehst mit den Leuten irgendwie in Kontakt, kümmerst dich um die Commissions, kümmerst dich um den Zugfahrplan und. Ja, das Einzige, was damals halt großartig gefehlt hatte, war das Finanzielle. Und da habe ich dann eine sehr gute, passable Lösung für mich gefunden, die am Anfang natürlich wehgetan hatte. Und von einem Freund von mir damals so kommentiert wurde, kannst auch mir das Geld geben, dann ist es weg. Ja. Aber ich habe es tatsächlich damals versucht und es hat funktioniert und ja, es ist halt eine Null-auf-Null-Geschichte. Ja, also, ein Hobby ja letztlich. Ja, klar. Genau. Wenn da mal wirklich 100 Euro übergeblieben sind oder überbleiben, dann geht es eigentlich in die Überlegung, wenn wir das nächste Mal dann halt wieder machen. Ja, klar. Na, und das Schöne ist halt, ich muss nicht davon leben. Auch wenn damals ein paar Leute gemeint haben, das musst du beruflich machen, damit kannst du große Reiber machen. Ich bin heilfroh, dass ich es nicht jetzt gerade in aktuellen Zeiten, glaube ich. Das definitiv, ja. Definitiv. Überleg mal, du müsstest davon leben, irgendwelche Leute innerhalb von Deutschland umzuführen und du weißt noch nicht mal, ob der Comicladen übermorgen noch aufhaben kann, weil die Inzidenz nach oben geht, ne? Wichtige Punkte. Und ich würde jetzt gern zum Schluss unseres Gesprächs noch drei Fragen einstreuen, wo du selbst entscheiden kannst, wie lange du darauf antworten möchtest. Zum einen ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Wie geht's weiter mit dir und deiner Arbeit, gerade auch in aktuellen Zeiten, die offensichtlich schwer für uns vorherzusehend sind? Machst du jetzt demnächst eine Webseite auf der man alles, was du tust, auch digital online bestellen kann? Wirst du die ganzen Veranstaltungen, die ja jetzt noch am Ende des Tunnels zumindest theoretisch stattfinden können oder könnten, betreuen? Du hast selber schon eine Veranstaltung angeteased, du hast auch eine Lesungsveranstaltung eventuell um Halloween rum angeteased. Kannst du uns ein bisschen was über deine zukünftigen Pläne erzählen? Ich glaube, aufgrund der aktuellen Situation mit Corona und den leider Gottes auch sehr vage zu nennenden Zukunftsaussichten kann man da nicht viel sagen. Es ist auf alle Fälle angedacht, dass vorausgesetzt, man kommt nächstes Jahr wieder in normalere Zeiten mit, hey, wir können eine Signierstunde mit 20 Personen in einem Raum machen, ohne dass wir Masken tragen müssen oder ohne dass wir Abstand halten müssen oder ohne dass in den Raum dann nur drei Mann rein dürfen. Und es ist dann halt doof, wenn dann der Verkäufer drin steht, eben ich und der Zeichner. Und wenn wir das wieder alles normal machen können, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir das nächstes Jahr versucht wieder anlaufen zu lassen. Es kribbelt ja auch immer. Ne? Und um mit den Worten eines bekannten Fußballtrainers zu sprechen, nach der Tour ist vor der Tour. Mhm. Ne? Man möchte das natürlich gerne machen. Also mir hat es in der Zeit, wo ich selbstständig war, halt auch ein kleines Urlaubsgefühl gegeben. Du bist rausgekommen aus deinem Alltagstrott, du hast was anderes gesehen, du hast was anderes gemacht. Und hast Freunde getroffen, hast nette Abende mit Leuten verbracht, die, nicht nur mit den Zeichnern, auch mit Freunden, mit Comic-Schaffenden, mit Comic-Händlern, die du kennst oder jetzt kennenlernen durftest. Ich würde das sehr gerne wieder machen, aber ist aktuell, glaube ich, zu früh da, jetzt sagen zu können, hey, nächstes Jahr im April geht's wieder los. Kann man nicht. Thema Messe. Wenn sie denn dieses Jahr stattfindet, das Einzige haben wir ja vorhin mal, bevor wir das Jahr alles aufgezeichnet haben, drüber gesprochen, das Einzige, was ich momentan irgendwo wirklich erachte, ist Stuttgart. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Zahlen wieder nach oben gehen werden und dass es da dann eventuelle Schwierigkeiten geben kann und die Messe dann doch nicht stattfindet. Ich würde auch gerne als Fan wieder hingehen, aber ja, muss man halt gucken, wie das alles wird.
Anteasern von privaten Sachen. Ja, wie gesagt, ich würde den Ad von Erfurt aus um Halloween morgen kontaktieren, weil wir da tatsächlich ein kleines Gespräch darüber hatten und ich weiß nicht, ob er das dann am Ende wirklich so machen will, wie ich das vorgeschlagen hatte, aber zumindest war er ganz begeistert in dem Moment von der Idee, das könnte ich mir so vorstellen. Ein Freund von mir hatte letztes Jahr gesagt, wir könnten ja unsere eigene Messe machen. Daraufhin habe ich dann erstmal Nein gesagt, dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen, dann war die Idee natürlich im Kopf. Da war die Saat gesät. Und wir haben dann tatsächlich das letztes Jahr so gemacht, dass ich 20 mehr oder minder genauso Bekloppte wie du und ich halt getroffen haben. Die hatte ich damals auch eine Einladung geschickt. Stimmt, ja, das stimmt, ja. Und wir uns tatsächlich dann getroffen hatten. Und das ein sehr lustiges Wochenende war mit gutem Essen, mit ich verkaufe ein bisschen was, hast du was, was du mitbringen möchtest, mit Tausch. Wir hatten tatsächlich auch 2 Comiczeichner da, die dann für eine ausgewählte Gruppe von nur 20 Mann wunderschöne Sketche gemacht haben. Viele Grüße an meine Engel in dem Moment. Ah ja. Der da also auch sehr viel Spaß hatte und da haben sich tatsächlich jetzt auch schon ein paar Zeichner, die scheinbar davon gehört hatten, schon geäußert, dass sie da, falls es da eine Wiederauflage geben würde, Interesse hätten, dabei zu sein. Ja, ich würde für denjenigen, der, ich halte es jetzt extra bewusst noch ein bisschen vage, auf sehr exklusive Sachen, sehr limitierte Sachen einen Wert legt und Zeichnungen mag, so Mitte, Ende September mal beraten, mit mir in Kontakt zu treten, wenn man das denn gerne möchte. Wir planen tatsächlich dieses Jahr noch etwas Besonderes herzustellen. Ja, befreundete Zeichnerin und ich. Schön, das klingt sehr interessant. Und ich denke, dann kann man zum Beispiel auch deinen Facebook-Account, den ich verlinken werde, vielleicht auch folgen. Nein, der ist tatsächlich privat. Der ist privat? Da siehst du zwar Fotos von Signierstunden und so weiter. Es darf mich sehr gerne jeder, der das möchte, über Facebook oder über die E-Mail-Adresse drawn-lines@gmx.de anschreiben. Aber wie gesagt, das ist alles semi-professionell. Also sprich, meine Hauptarbeit geht vor. Ja. Also wenn ich 3 Tage lang beschissene Dienste habe und abends um 22:30 erst heimkomme, setze ich mich nicht mehr an euch, ne? Oder schreibe dann noch eine halbe Stunde Erklärung irgendwie. Dann muss man halt ein bisschen warten. Aber jeder, der das möchte, kann mit mir in Kontakt treten und bekommt auch von mir umgehend Antwort, sobald ich darauf reagieren kann. Sei es WhatsApp, Facebook, E-Mail. Ich bin da für alles offen. drawn-lines@gmx.de. Die poste ich aber in die Shownotes. Das darfst du sehr gerne tun. Vorletzte Frage. Wir hatten, ja, wie gesagt, die Situation auch besprochen, dass ganz viele Veranstaltungen ausgefallen sind und live vor Ort Dinge zu machen, dann Commissions abzuholen oder auch erstmal einen Auftrag zu geben, ist ja so ein bisschen genau das Ding. Jetzt gab es vor gar nicht allzu langer Zeit und gibt es aktuell immer noch ja auch dieses Thema Krypto-Art. Ich weiß nicht, inwiefern dir das ein Thema ist. Also vielleicht kurz für euch draußen auch mal zur Erläuterung. Ich kenne mich da auch nicht mit den Details so aus. Letztlich sind das digitale Zeichnungen, also nicht auf Papier, die quasi kopierbar sind, aber aufgrund einer Krypto-Verschlüsselung kann man ein Bild als einmaliges, individuelles digitale Datei quasi verschlüsseln und man kann dann zumindest dem Grunde nach auch KünstlerInnen damit beauftragen, so digitale Sachen zu erstellen, die man sich dann in einen digitalen Showroom stellt oder wie auch immer. Es geht nicht darum, die auszudrucken und an die Wand zu packen, sondern eben eine Art digitale Sammlung an Original-Artworks zu erstellen, die dann natürlich dem Grunde nach kopierbar wären, aber das eine originale, digital Original, das gibt es eben nur aufgrund von der Cryptchain, lässt sich das nachvollziehen, dass es eben nur diese eine Datei die Originale ist. Und das ist halt eine Möglichkeit, sowohl den KünstlerInnen halt eine finanzielle Einnahmequelle zu geben, als auch auf der anderen Seite sich als Privatperson oder eben als Fan ja so eine Art digitale Sammlung zusammen zu kaufen. Ist das ein Thema, das du auf dem Schirm hast? Was hältst du davon? Hast du da schon irgendwas gehört? Beispielsweise DC hat, glaube ich, eine relativ konkret auch Absage erteilt gegenüber ihren KünstlerInnen, dass die halt das nicht mehr tun sollen oder dürfen oder vor allem nicht mit den Figuren von DC. Bist du da im Thema ein bisschen drin? Hast du da eine Meinung zu? Ich zitiere einen bekannten 80er-Jahre-Film. Ich bin zu alt für diesen Scheiß.
ich bin da total altbacken. Für mich gehören Comics auf Papier gedruckt. Ich brauche das Gefühl von Papierblättern in meiner Hand. Ich habe sowas gerne physisch vor mir. Ich mag digital nicht. Ich weiß, dass sehr viele Künstler mittlerweile digital arbeiten. Finde es auch hervorragend zu sehen, wie da auch Werke entstehen können, was man ja auf den Touren schon das ein oder andere Mal gesehen hat. Aber ich persönlich bin nicht der große Computer-Nerd. Ich kann noch nicht mal ein Facebook-Profilbild ändern. Ja. Nee, ich setze mich mit sowas erst dann auseinander, wenn es mich wirklich betreffen würde. Aber man sieht ja, das hat ja in den letzten ein, zwei Wochen auch ziemlich große Wellen geschlagen, dass bekannte amerikanische Künstler jetzt zum Beispiel ihre Werke über Online-Plattformen anbieten wollen, dass es da definitiv verschiedene Wege gibt. Also verschließen kann ich mich, will ich mich nicht, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt sage ich, solange das noch altbacken bleiben kann und ich ein Sketchbuch hinlegen kann und sagen kann, mach mir da mal bitte was ein und das dann auch mit physisch mit nach Hause nehmen kann, bleibe ich dabei. Okay. Und die allerletzte Frage ist ein bisschen die nach Empfehlungen. Und zwar hast du jetzt diverse Figuren genannt, auf die du selbst stehst. Du bist offensichtlich durch und durch Fan. Ich vermute mal, du liest hin und wieder auch was. Ich würde die Frage aber gerne noch ein bisschen offener formulieren, wie ich das in letzter Zeit hier in den Interviews immer tue. Hast du generell popkulturelle Empfehlungen? Also für Comics, Filme, Hörspiele, Podcasts, dein Lieblingstheaterstück in deinem kleinen Stadttheater. Überleg dir was. Hast du irgendwas, was du uns da draußen, euch Hörenden, vielleicht gerade empfehlen kannst? Ja, auch da merkt man, wie alt ich mittlerweile geworden bin. Meine tatsächlich ersten Helden, die mir meine Eltern näher gebracht haben, waren jetzt Spider-Man und Captain America oder Batman und Superman. Das waren ganz altbacken Winnetou und Shatterhand. Ich persönlich fahre jedes Jahr in den Sommermonaten auf diverse Karl-May-Bühnen, die es bei uns in Deutschland gibt. Da gibt es eine ganz tolle Bühne, kurz hinter der Oberstein. Das ist die Freilichtbühne Mörschied, die dieses Jahr zum Beispiel das Stück Halbblut auf die Bühne gebracht haben, habe ich auch schon gesehen. Wer sich ein bisschen mit Karl May und der Thematik des Halbbluts auseinandersetzt, sieht da leider Gottes auch sehr aktuelle Bezüge, Thema Rassismus und so weiter und so fort, die er vor über 150 Jahren da schon wohl verarbeitet hatte. Hier in Hanau gibt es die Brüderkrim-Märchenfestspiele, wo man angeblich, war leider noch nicht da, ganz toll besuchen kann. Ja, was soll ich sagen? Comics, Filme, vielleicht irgendwas in der Richtung? Geht ins Kino. Egal wie. Nicht alles streamen. Klar, es ist daheim auf der Couch schöner, aber im Kino ist ein ganz anderes Empfinden, ein ganz anderes Feeling und ich denke, dass, wenn wir da jetzt nicht aufpassen, über kurz oder lang viele Kinos zumachen werden, wenn sie denn da nicht ein bisschen von uns als Fans, als Fernsehzuschauer mit unterstützt, mitgetragen werden. Comics, ja, was willst du denn haben? Superhelden, Independent, was hättest du? Also du liest schon regelmäßig auch noch Comics, auch offensichtlich Originalsprache, also Englisch, alles dabei. Wenn ich, das muss ich aber leider Gottes für die letzten 10 Jahre schon sagen, wenn es danach gehen sollte, dass ich mir erst dann was kaufen dürfte, wenn ich alles, was ich zu Hause habe, neu gelesen habe oder durchgelesen habe, dürfte ich mir in den nächsten 10 Jahren nichts mehr kaufen. Aber ja, ich lese jeden Tag ein Comicheft, Comic-relevante Bezüge, Fachmagazine, was man dann halt so mal hat oder was einen interessiert. Das hat natürlich in Zeiten von Internet eine ganz andere Bedeutung. Also ich erinnere mich da an die alte Comic-Szene zum Beispiel. Das würde heute jetzt so nicht mehr funktionieren. Aber es gibt ja trotzdem heute noch sowas wie die Edition, die neue Comic-Szene, wenn man den mag und was man lesen kann. Und ja, ich lese auch jeden Tag Comic-Hefte. Aktuell sind es tatsächlich die Cinema Purgatorio-Bände vom Dantes Verlag. Als nächstes liegen die sechste Waffe vom Al-Verlag auf meinem Lesestapel, die ich schon bei der Erstveröffentlichung in Amerika total toll fand. Liegt halt daran, dass ich auch dem besten Genre sehr zugetan bin und das eigentlich mag, aber halt jetzt nicht irgendwelche Neon-Western, sondern halt die ganz alten, so à la John Wayne oder sowas.
Und das ist ja mit Western-Anhang und das hat mir also so echt gut gefallen. Danach, ja, ich habe mir in Erfurt auch zwei, drei Sachen mitgenommen von den Künstlern, die da waren. Impure habe ich schon gelesen. Mhm. Kommt auch morgen wieder Norman dran, wenn man die Buße hat. Trotz des Urlaubs, den ich jetzt aktuell habe, habe ich es nicht geschafft. Da war dann doch noch ein bisschen mehr Arbeit zu Hause. Aber ja klar, ich lese jeden Tag Comics und Empfehlungen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. So viel Auswahl. Bist du, also wenn ich mich daran erinnere, wie der Condor Verlag damals pleite gegangen ist und der Dino Verlag die ersten DC-Helden nach jahrelanger Abstinenz an den Kiosk zurückgebracht hatte und die das damals auch einstellen mussten und dann Panini übernommen hatte und was wir heute für Serien hatten, hätte dir vor 20 Jahren irgendwann mal einer erzählt, du kriegst eine Trade Paperback-Serie von Swamp Thing, von Hawkman oder von der Suicide Squad, hast du gesagt, du bist nicht ganz sauber. Niemals, ja. Ganze Leben, du kannst schon froh sein, wenn sich Batman und Spider-Man gut verkaufen. Und ich glaube, dass wir momentan in einer wunderbaren, bebilderten Welt leben, die so groß und so vielfältig ist und da jeder für sich irgendwo was finden kann, sei es Klassiker wie die Watchmen und V wie Vendetta, sei es ein Funny-Heft wie Clever und Smart oder ganz altbacken traditionelle Hefte wie die Mickey Mouse oder eben Spider-Man. Mein erstes Heft habe ich mir mit 8 gekauft, mein erstes Spider-Man-Heft. Ja, Gott, der Blätterwald ist so bunt und vielfältig aktuell. Sucht euch jeder selbst raus, was einem gefällt. Lest, habt Spaß. Und kauft das nächste. So werden wir es machen. Schöne finale Worte für unser heutiges Gespräch. Und das war mir eine große Freude mit dir heute, ja doch etwas über eine Stunde sogar zu sprechen. Lieber Michael, vielen, vielen Dank für die ganze Zeit und das Gespräch und vor allem auch weiterhin viel Erfolg und ich denke letztlich auch Spaß bei dem, was du mit uns Comic-Fans so anstellst. Ich möchte mich auch bedanken. Das war ein sehr angenehmer, kurzweiliger Vormittag. Und ja Gott, wer weiß, vielleicht sitzen wir in 3 Jahren, 5 Jahren mal wieder zusammen oder auf der nächsten Veranstaltung ist ein bisschen Luft und man erzählt über neue Pläne oder sonst irgend sowas. Das wird die Zukunft, glaube ich, bringen. Danke, Andreas. Das war ein sehr schöner Tag. Besten Dank, ciao. Bis bald, tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.